Der Wiederkörper abhaken. Mit Doppel-P diesmal. Oh, danke. Noch bist du nicht, also noch ist er nicht da. Also noch sagt er mir, dass er nicht spielt, weil bei mir steht Warte auf Anubis. 30. Oktober, Live-Chat. Körper abhaken. So, jetzt sehe ich was. Warte Körper mal. abhaken. Hier, das erste. Von Sexy Anubis. Trommel anwesen. Ja, das verstehe ich jetzt halt nicht, wo ich hier lang muss. Musst nach oben, du Vogel. Ich Dann bin schieß doch jetzt. erstmal die Karte, Digga. Ich sehe bis jetzt gerade immer nur noch die Karte. Ich bin. Okay. So, Ach ich bin jetzt da. in diesem Raum mit den Schieß doch erstmal die Karte, ganzen Digga. Ich sehe immer nur noch die Karte. Dämonenkriegswunden. Das Mit ist dem ein Blut. Kratzer. Das ist ein Ja. Kratzer. Ja, du musst den Geruch folgen, Digga. Da steht doch. Hier Digga, ist du sagst doch doch. kein Geruch. Drück mal R1, Digga. Nee, wir R2. zweimal nicht. Hier ist doch gar kein Geruch. Du musst ja Ja, raus richtig, aus du dem musst ja auch Raum hier. erstmal raus aus dem. Oh, Digga. Du musst. Du hast den. Du hast doch extra dieses Geruchsfeld-Ding da. Und wenn du einen roten Geruchsfaden siehst, Digga, dann folgst du dem Geruchsfaden. Da gibt's doch nicht viele Räume, die du ablaufen kannst, Digga. Oh, es sind drei. Wer ist denn jetzt der dritte? Egal. Ich. Du guckst dir selber zu? Ja, damit ich immer weiß, wie weit ihr ungefähr seid beim Stream. So. Ja, Digga. da musst du rein, Digga. Was ist daran jetzt so schwer? Inkompetenz bin ich in Person. Kannst weiter streamen, währenddessen gucken wir zu und ich mach weiter. So. Hä? Ich hab nur eins von drei, von vier diesen blauen Sachen. Definitely. Just stay close, okay? Yeah. Poor things trembling in fear. Hang in there, Teraco. Da hilft Eis, du Vogel. Ja, okay. Wo? Erzähl mal. Wo? Okay, dann halt nicht. Also. Halt's Maul! I smell demons. Rieche Aber Dämonen. irgendwas muss ja hier helfen. Stay focused. Ah. Don't lose the scent. I just need to follow the trail and Danke für take him den down. Tipp. Kam nur ein bisschen spät. Okay. Kimetsu-Punkte nicht vergessen. Der Schmerzinator. Naja, was hältst du davon, dass man nur ein bisschen mal schön alles überspringt? Genial. Hey Gray, das war deine Idee, damit wir Ich schnell weiß. zusammenzocken können. Irgendwann hoffentlich wirst du den Anime auch nochmal gucken. Gray, also diese Szene darfst du jetzt nicht überspringen, als er bei mir den Stream geguckt hat. Ich, der die Szene schon längst übersprungen hatte. Ey, mein Controller ist kaputt, ich muss jetzt so nach vorne War das nicht gehen. die Ich Szene mit sah Musan something! Kibutsuchi? A rat! Please don't jump Und du hast out die all of einfach a sudden! übersprungen? I'm begging you! Calm Das down, fand ich wirklich Zenitsu. frech. Okay, wer ist jetzt der vierte Zuschauer? Das weiß ich nicht. Er Ich kann dir flipped nicht the door. helfen. It just closed on its own. You saw it, right? Right? Nobody's here, right? Right? Jemand, That's der really hoffentlich ein bisschen Geschmack hat freaky. und Demon Slayer mag. This guy's totally useless. Guess it's all up to me. Nein, Der hoffentlich Guy finden is wir ihn. totally useless, Digga. Sehe nie zu. T total useless, natürlich. Wendigo. Das B, geh bitte, mein kaputter Controller. Los. Kämpf dich da durch. Er soll Boah, die jetzt zur Quelle Grafik des schallert Grau. gerade, die Grafik schallert gerade bei SharePlay richtig rein, Digga. Das sind ekelhafte Bäume. Could this be some sort of bad omen? I'm dead, I'm dead, I'm dead! I'm so dead! I'm so gonna die! Das merke ich gerade. Someone please save me! Ah. Is
this guy really that other guy's friend? He's a bit das sieht geil aus. Unreliable. Ja. Oh, jetzt warte mal, ich will kurz im Kampf gegen, gegen den Dämons gucken. Er hat die Nietzsche benutzt, Alter. Weil, der gute Anubis, der mag doch die Nietzsche so. Der Anubis? Ja, ich liebe den Kerl. Ja, das merkt man, wenn du gegen mich spielst. First form, Thunderclap and Flash. Damn it! Anubis macht aber sehr gut. Your breathing is deafening! Snap back! I'll show you! Daniel, guckst du auch gerade den Stream? Wie findest du das? Daniel ist nicht überzeugt, wie man es hört. Ich liebe den Kerl einfach. Digga, selbst in, in diesem Game sind diese verdammten Animationen besser als im Naruto-Anime. No front. Ja, das ist halt die Sache. Die Animationen sind krass. Das ist aber lange gerade für das Dreieck gebraucht, Alter. Ja, 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 ich hab grad eher gechillt. Das ist geil. Die Animationen sind auch unfassbar. Und jetzt wacht er gleich auf. Oh Mann, du bist so stark! Ja, jetzt geht er zu seinem Kumpel, Alter. Und sagt, ey, du bist so stark, kannst du mich bitte für immer beschützen? Ist nicht der Tanjiro. So, und jetzt können wir weitermachen, nein. It's no use. I've lost track of Zenitsu. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ist denn dieser Rauch? Zenitsu wirklich, Digga, der ist so strong. In die Richtung? My brother, where is he? Zwei von vier Geheimnissen des Trommelanwesens gelöst. Oh nein, hier wird ein Angriff wieder voll. Und nur so als Profi-Tipp, ne, wenn. Okay. Ja, nur so als Profi-Tipp, red weiter. Der sieht übrigens stärker aus als der andere. Die sind mir beide unsympathisch. Nur so gleich als Profi-Tipp, ne, wenn du gegen den Trommeldämon kämpfst, ne, und er versucht, den Raum verkehrt herum zu machen. Du brauchst nicht warten, bis du die Tastenkombi drückst, sondern spring einfach, bevor diese Risse kommen. Dann unterbrichst du nämlich, dann dreht er den Raum nicht. Okay, danke. Oh, ich hab das auch super übrigens. Also, die Sache ist, ich hab alle Dämonenkämpfe richtig gut hinbekommen. Hey, bis auf im letzten Arc, Digga. Da hab ich Probleme gehabt. Tschüss, jetzt darf ich den Kerl spielen? Und das weißt du, Daniel? Den Kerl mag ich nicht. Ja, bis auf den letzten, da konntest du ja nicht mitgucken mit Akaza. Aber der lief eigentlich voll gut. Also einen davon haben wir jetzt schon mal. Wo ist denn der? Ist ja noch einer. Ja, kann ja nicht wahr sein. Leute, ich bin kurz weg. Okay, tschüss. Bin wieder da. Und bin mit dem Spiel. Könnt ihr ganz kurz. Aua. Was hast denn du jetzt gemacht, Alter? Die Tür zu. So, jetzt kämpfe ich gegen den großen Dämon. Das wird nice. Ganz schnell er ohne die Cutscene so durchkommt, Alter. Er kämpft gegen den großen Dämon. Ach so. Warte, will ich wieder zugucken. Guck mal, Inosuke hat die krassesten Kombis im Game. Ja, der ist wirklich gut unterwegs. Auch wenn du ihn im Multiplayer noch nicht gespielt hast, dann du. Ja, weil du ihn nie bekommen hast.
Ja, ich hab ihn auch noch nie bekommen. Ja, also den, ich hab ja auch nur den Schulgymnasten. Ja, aber der hat die gleichen Kombis. Nur die Ulti ist anders. Doch einmal hatte ich den Schulgymnasten. Also der ist, aber. Ja, doch einmal. Ich finde den so hässlich, den Schulgymnasten. Versuch mal Viereck, Viereck und dann Dreieck, Dreieck die ganze Zeit durchzuscannen. Wie jetzt Dreieck. Entschuldigung, du musst die Eltern, also linken Joystick immer nach unten drücken, genau. Das kannst du die ganze Zeit machen. Was ich aber schade finde, ist, dass du im Multiplayer allgemein nur drei Formen von deiner entsprechenden Atmung benutzen kannst. Von der Wasseratmung gibt es ja noch mehrere, weißt du da? Und du kannst, glaube ich, nur Wasserwirbel, Windstille, Wasserrad. Ne, das ist von Gio. Ja, du kannst nicht alle, du kannst halt alle nutzen. Du kannst halt nur drei benutzen. In deinem Repertoire sind, kannst du alle benutzen, wenn du die Tasten drückst. Ja, drei halt. Aber du kannst halt nicht alle. Zum Beispiel Tanjiro kann doch insgesamt 10 Formen. Und du kannst davon gerade mal 3 einsetzen. In dem Spiel hier. Mit der Ulti mehr. Ja, dann hast du 4. Ja, okay, aber Naruto kann auch nicht alle seine Jutsus anwenden, wenn du den bestimmten Naruto nimmst. Ja, gut. Aber ich find's gut. Schon gesagt, Digga, so ein Striker-Game okay. von Demon Slayer würde ich feiern, Alter. Ich würde ein Striker-Game von One Piece feiern. Ja, das würde ich nicht feiern. Aber da könnte man so viel Sachen reinbringen. Ja, die müssen ja auch. Zu viel, Digga. Stimmt auch wieder. Weißt du, wie viele Dämonen und Demon Slayer noch in Demon Slayer Kamatsu no Yaiba reinhitten können? Ja, aber guck mal, weißt du, wie viele Artentechniken du in Striker dann benutzen könntest bei Demon Slayer? Das wäre auch voll geil. Und sagen wirst du, es gibt ja 7 Säulen. 9 Säulen gibt es. Ja, 9 Säulen. Jede präsentiert eine Artentechnik. Jede Artentechnik hat im Durchschnitt. Vor allem, das sind noch nicht mal alle Artentechniken, die die haben. Es gibt 14 Artentechniken insgesamt. Es gibt nur 9 Säulen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt zum Beispiel keine Donnersäule. Ja, die wird dann höchstwahrscheinlich Seni zu. Der pennt ein und killt dann einfach alle. Also, es gab schon mal eine Donnersäule. Aber das ist, was ich halt meine. Du könntest in den Striker Demon Slayer halt richtig viel noch reinbringen, das wäre halt echt cool. Da haben wir doch noch nicht drüber geredet, Daniel. Also ich würde es mir safe kaufen, Digga, direkt durchspielen. Und dann wäre da so eine Trophäe, so ein Titel Säule des Wassers oder so ein Scheiß. Ich fände das geil. Wäre interessant. Wenn ich dann die ganzen Artentechniken drauf haben könnte und dann reinmachen könnte, das wäre richtig geil. Oh, das fände ich richtig geil. Ja, Digga, einfach, ich würde Donneratmung dann spielen, glaube ich sogar. Ich würde Flammenatmung wahrscheinlich benutzen. Aber Zenitsus Ulti sieht in dem Game so verdammt clean aus. Ich habe noch nie ein Spiel mit so guten Animationen gesehen. An manchen Stellen halt wirklich besser als der Naruto Anime. An manchen Stellen. Der Trommeldämon. Doch ist es! Okay, hier dann wohl doch nicht hochspringen. Ja, und wie gesagt, wenn er diese. Jetzt springt! Wenn er den Raum ändert, da zum Beispiel, das brauchst du nicht machen. Du brauchst nicht X drücken. Du kannst vorher schon springen, bevor er das macht. Digga, ich hab ihm gerade schon die Hälfte seines Lebens abgezogen. Ganz schnell. Digga, wann ist endlich sein Ulti-Modus vorbei? Jetzt! Ich finde Tanjiro, ich finde Water Reserve okay, dann machen wir jetzt erstmal so, dass ich noch den Kampf zu Ende mache und dann höre ich erstmal auch mit Geins und die auch mit rein. Mach da meine Sachen fertig und dann gucken wir währenddessen noch nur zu. Scheiße, mir wird sowas von übel bei diesem Raum drehen. Digga, was hast du für Probleme? Du bist so früh gesprungen. Mir wird auch in FIFA immer übel bei sowas, Digga. Ja, von der Pro-Kamera wird mir in FIFA immer übel, Digga. Digga, gar nicht, Digga.
Wie könnte in einem Spiel wegen so etwas nicht übel werden, Digga? Weil das ein Spiel ist, du guckst auf einen flachen Bildschirm, Alter. Ewiger Wandel des Lebens. Leben. Digga, ich hab den Kerl in der Luft zerfetzt. Be happy. S-Rank. Es gibt sogar einen, der kann die 15. Form anwenden. Was ist die 15. Form? Das spoiler ich nicht, das ist alles Manga. Hier kann zum Beispiel die 11. Ja, die Windstille. Na no, nee, geil. Digga. Der Kerl schiebt sich jetzt komplexe drauf, hab ich keinen Bock. Genau hier werde ich das Spiel speichern. Und dann werde ich jetzt rausgehen. Wie oft will der Kerl den Raum noch change? Ich spiele nicht mehr mit diesen Schneeaffen. Wendigo. Ja, ja. Scheiße, Digga. Okay, das ist ein echt schwerer Bosskampf. Ja, du musst ja nachher wieder... Yoga ist doch nicht schwer gewesen. Ja, fand ich auch eigentlich nicht, aber... Also, du spielst ihn nur nicht souverän runter. Ich sehe den gar nicht. Du musst den jetzt ja auch noch gar nicht sehen, Digga. Den siehst du gleich erst wieder. Jetzt siehst du ihn wieder. Jetzt. Jetzt komm mal, Jetzt, ja, du hättest angreifen können. Wenn er das macht, sofort zu ihm sprinten und angreifen. Boah, das hasse ich. Das habe ich bei denen auch ein bisschen gehasst, bin ich ganz ehrlich. Digga, die ganzen Klingen auf dem Boden. Ja, du kannst. Ja, genau. Kann man machen. Ich bin immer ausgewichen, richtig smart, Alter. Ich war mal voll stolz auf mich. 9. Form. Fritzwasserströmung, Chaos. Wasser kann jede Form annehmen. Okay, Digga, nice. Ja, weil er eine Verletzung hat und deswegen hat er jetzt seinen Körper so angepasst, seine Bewegung, dass es perfekt passt, dass ihm keine Schmerzen zugefügt werden und er nicht stirbt. Oh, Digga, clean, Mann. Clean, motherfucker. Köpfe abhacken. Ja. Das war auch mal einer der 12 Dämonen. Er war einer, aber der Abnehmende, deswegen ist er jetzt auch nicht so krass gewesen. Und er wurde ja entlassen, könnte man sagen. Ja, er zählte mal zu den Abhangern, dann wurden die Abhangern ja nur neu gewählt und hallo. Ah, jetzt wird Seni zu von dem Wildschweinkerl verprügelt, weil er hier Dingsbums Nezuko beschützt hat. Nezuko, Chan! Kennt ihr das TikTok, wo der Cosplayer von Zenitsu so hinter so einer Nezuko-Cosplayerin hinterher springt und auf den Boden knallt? Ja. Nicht wirklich. Das ist übelst funny, Digga. Nezuko, Nezuko-chan. Digga, wie schnell das Spiel eigentlich geht, wenn man alles skippt. Digga, normalerweise ist das ja auch ein Story-Game und wird nicht geskippt. Daher? Ja. Oh. Das war Tanjiro als Kind. Normalerweise dauert es ja auch lange. Das Spiel dauert relativ lange, wenn du es nicht überspringst, aber er überspringt halt alles. Ich will hier alle Junge, es sind 5 Leute on, Digga. 5 Leute sind hier gerade on air, Alter. 5 Bubis, Alter. 5 Bubis, Alter, genau. 5 kleine Milchbubis. Ah, Digga, ich schwör, ne, die sollen den Manga auch in diesen Spiel rein. Nicht den Manga, sondern die sollen die zweite Staffel auch in diesem Spiel als DLC reinbringen, Digga. Das würde ich so fühlen, Digga. Also, das, was noch alles kommt, ne. Puh. Die haben es jetzt zum glücklicherweise relativ viel mit reingebracht. Es gibt noch so viel coole Dämonen. Ach, verdammt, ich hasse es immer auszusehen, die Geschichte zu starten. Aber halt, weil im Anime noch nicht der Tod von Rengoku mit drin ist, wird dieser halt nicht übertragen werden für die PlayStation oder kann auch nicht übertragen werden. Ja, weil es halt noch nicht im deutschen Raum verfügbar ist, deswegen. Aber das finde ich halt gut, dass es offiziell ist. Ja, eigentlich der Film war ja im deutschen Raum verfügbar, aber da der Film nicht offiziell sozusagen von jedem gesehen werden kann. Darf das nicht in jedem Land gestreamt werden? Ich hab ihn zum Beispiel gesehen. Ich finde die gut. Ich finde den Film auch gut. Weil er halt auch auf Deutsch war und auf Japanisch geht mir einfach Demon Slayer auf den Nerven. Ich hab ihn im Kino gesehen, zusammen mit meiner Freundin.
Ja, Digga, du bist voll der Romantiker. Normale Leute gucken Liebesfilme, du guckst mit deiner Freundin verdammt nochmal. Nee, es gibt nur einen einzigen Anime, wo ich finde, dass die japanischen Synchronsprecherrollen besser sind als die deutschen. Das ist einfach Naruto. Überall anders die Namen im Deutschen besser. Guck dir mal Demon Slayer an. Water Breath ist doch voll geil. Ja, ja, das ist Englisch. Erinnerungsfragment startet. Ich hab das nur, ich hab das Demon Slayer habe ich komplett auf Englisch geguckt damals. Finde ich scheiße. Und den Film habe ich zusammen mit meiner Freundin im Kino gesehen gehabt. Der war richtig nice, aber man musste dafür richtig weit fahren, ne? Auch allgemein, wenn du Anime im Kino gucken willst, musst du immer richtig weit fahren, weil nicht jeder Kino strahlt das aus, Digga. Das ist richtig dreckig, das ist richtig räudig. Aber ich finde die deutsche Synchronisierung von Demon Slayer sehr, sehr gut. Ja, die ist gut. Auch eine gute. Naja, ich fand die englische geiler. Nein, Jujutsu Kaisen. Ja, da fand ich. Nee, da fand ich die. Nee, also die Attackennamen finde ich deutlich besser im Deutschen. Da sind sie sogar am besten. Ja. Sphären in Fall so ein Digga besser. Ich find's halt so geil, wie Tanjiro seine Schwester auf dem Rücken trägt. Vor allen Dingen rein Kräfteverhältnis sollte das gar nicht funktionieren, Digga. Er ist halt besonders stark. Weil sie ja auch ein bisschen viel wiegt, ne? Ah, sie ist ziemlich klein. Ja, sie kann sich klein machen. Ich wollte gerade sagen, sie kann sich klein machen. Sie ist normalerweise eigentlich sogar recht groß. Sogar größer als Tanjiro. Ja. Tanjiro ist auch. Sie war auch in den einen Times war sie auch größer, das hat man gesehen. Und wenn sie ihre neue Form bekommt, ist sie auch viel scheiße. Größer. Das war jetzt richtig scheiße. Ja, das scheiße. War jetzt wirklich richtig. Nee, das war jetzt wirklich richtig scheiße, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe auch richtig Kacke, das wird jetzt kein S werden. Ich habe gerade mies gespoilert. Erste Form, blitzender Donnerschlag, sechste Form. Sechsfach meine ich. Machst du gerade nochmal diese Nebenmission, diese Sondermission? Ja, ich will sie alle auf S schaffen. Okay. Ja, viel Spaß dabei, Digga. Da saß ich irgendwann mal in der Ecke am Schmollen, Digga. Nee, ich hab damit kein Problem. Was mir aber auf die Nerven geht, ist das Gift, was mir, wenn er mich einmal trifft, schon das S kostet. Aber sonst habe ich kein Problem, weil Zenitsu die Dinger halt Digga, die ganze Zeit in Luft halten kann. Genau, du musst das einfach, no front an mich selber, Digga. Ich hab richtig Scheiße gebaut am Anfang. Und dann irgendwann mal hab ich voll den Ultra-Instinkt entwickelt, indem ich einfach ich hab den Gegner einfach studiert, Digga. Ich hab seine Attacken gezählt, wie oft er die einsetzt und so und wie und wann er sie einsetzt. Und dann hab ich ihm immer, dann hab ich ihm immer was gesagt. Warst du nicht der, der mir um 2 Uhr morgens geschrieben hat, ich hab Demon Slayer auf Platin? Ja, ich hab auf Platin, guck doch auf meiner Liste. Ja, Digga. Das hast du mir aber um 2 Uhr morgens geschrieben. Ja, weil er da mit seinem Freund war. Ja, weil ich da ja noch mit meinem Freund am Zocken war, Digga. Er saß neben mir und wir haben zusammen dann Demon Slayer auf S gezockt. Er hat zugeguckt und war mein seelischer Beistand, Digga. Sowas kann man bei dem Game auch manchmal wirklich gebrauchen. Vor allem bei den ewigen nur in den Boss-Passagen. Nur bei diesen Sondermissionen, die Grey gerade macht, die sind absolut abfuckend. Die auf S zu kriegen, Digga, ist einfach absolut eklig. Also ich finde die Laufpassagen abfuckend. Ja, weil du halt das Ding, du fühlst das halt nicht. Du fühlst das, ja, aber Digga, wären diese Laufpassagen nicht da, dann wäre das Game einfach genauso wie Tekken, Digga. Dann wäre das die ganze Zeit nur Kampf, Kampf, Kampf. Dann wäre das Kampf, genauso Kampf, wie Storm Kampf. 4, weil Storm 4 gibt's das auch nicht. Ja, das wenn ist Storm 2, mit den Laufpassagen ist es ähnlich wie Storm 2. Ja, aber Storm 2 war auch von der Story her mein Lieblings-Storm-Teil. War auch nice gegen Akatsuki. Aber Anime-Spiele kriegen allgemein sehr viel Hate, weil der Anime meist logischerweise besser ist. Logischerweise, es ist ein Anime, Digga, es ist kein Spiel. Aber so, so ansichtlich finde ich die Story von Demon Slayer anders krank. Also ich feiere das Spiel, also es ist jetzt... Nee, ich feiere nicht nur das Spiel, ich feiere allgemein den Anime, weil ich die Story gut finde, weil das ist nicht mal... Ja, der Hauptcharakter will der Stärkste werden, sondern es ist mal was anderes und jetzt können andere auch mal stark sein, weißt du? Ja. Ist auch was Neues, dass der Hauptcharakter nicht der Stärkste sein will. Ja, das ist echt mal was Neues. Er will auch kein König der Piraten werden oder Hokage oder. Ja. Das gleiche haben mich und Greg gestern auch schon gesagt. Ja. Darüber haben wir ausführlich diskutiert. Ja. Da war ich doch nicht da. Also ich weil deine nicht sehr ausführlich über Demon Slayer diskutiert haben und da kannst du nicht mitdiskutieren.
Ich weiß. Weil du nicht geguckt hast. Ja. Was ich immer noch traurig finde. Wenn mir Wakan im Gips, gucke ich ihn mir an heute. Crunchyroll hat das auch, ne? Nur mal so nebenbei. Aber nur auf Japanisch. Ja. Wen juckt's? Gray sagt, die deutsche Synchro ist besser. Ja, Digga, nur weil die Synchro besser ist, Digga. Ja, aber du kannst auch auf Japanisch gucken, aber ich find's halt. Ich hasse es, wenn der Typ in seinem Ulti-Modus ist, Alter. Also, muss ich mich ganz kurz aufladen? Digga, kann ich mit meinem Schwert nicht einfach das Spinnennetz zerschneiden und muss mir einfach einen neuen Weg suchen, Digga? Zenitsu ist eigentlich, was das betrifft, gerade meine Hoffnung, weil ich kann dafür so. Weil Zenitsu hat den Vorteil, dass er wenigstens nicht von den Gegnern nicht in den Nahkampf gehen muss. Er muss einfach nur flip. Zenitsu ist schnell. Mit seinen Sprints und dann kann er immer fünf aneinander hängen und die Gegner so hoch. Jetzt habe ich seine Ulti, jetzt habe ich meine Ulti gemacht. Donneratmung, erste Form. Blitzender Donnerschlag, sechsfach. Kann es sein, dass er nur die erste Form kann? Sechsfach. Ja, kann er. Er kann nur die erste Form. Trotzdem ist er stark. Ja, weil er genau die ja perfektioniert hat. Ultimative Technik, Todesschuss. Ich hab's auf S jetzt geschafft. Endlich. I'm sure we'll find the others eventually. Also, it's Tanjiro. Perfekt. Auf S geschafft. I'm so proud. Ach, der Spinnendämon. Sitzt dran. Du meinst Rui. Ja, der Spinnendämon. Wie schon gesagt. Genau, Rui. Ach, ich hab endlich. Oh ja, danke. Gesundheit. Der wird bestimmt Gesundheit. Richtig abfuckend werden im Online-Modus, wenn der rauskommt. Ja. Wird der Nah- oder Fernkämpfer? Das ist der Puppenspieler-artmäßige Typ, den ich dir gegeben habe. Ja, okay, dann würde ich den spielen. Ja, ist aber klar. Digga, dann spiele ich Akaza, Digga, und dann boxe ich dich aber anders weg. Ich dachte, du willst nicht gegen mich spielen. Hey, sobald es mir wieder besser geht, Digga, spiele ich wieder gegen euch. Ich dachte, du spielst nicht gerne gegen Freunde. Weil die dann ja, aber ich mach, sind. Ja, aber ich mach. Nee, ich mach das ja bei E-Mails mäßig. Wir machen das ja auch Spaß. Wir machen das ja nicht, als würden wir rein twitten wie sonst. Stimmt. Ey, Digga, aber ich hasse diesen Opa. Egal, ob ich ihn spiele oder andere. Weil der ist so dreckig. Wenn ich den spiele, brauche ich danach immer eine Dusche. Dann könnten wir, weil wenn wir rein sweaten wollen würden, Alter, dann könnten wir auch ganz einfach normal mit unserem Main-Character spielen. Das wäre dann nervige Switzerei und das würde keinen Spaß machen. So. Oh, ich fand die Mutter voll hübsch eigentlich und die wurde einfach geköpft, Digga, what the fuck. Du fandest den Dämonen hübsch. Die Mutter war echt schön, ja. Die Mütter war nicht hässlich, Digga. Die sah ein bisschen aus wie Kaguya. Die Frauen-Character allgemein sind meistens nicht hässlich. Ah, gibt's aber zu wenig von. Vor allem wenig starke, aber es gibt einen der zunehmenden Dämonenmodus, die Frau. Ja. Wenigstens hat die Frau auch zu denen geschafft, Alter. Und das finde ich aber lustig, weil eine Frau hat ja Demon Slayer geschrieben und trotzdem sind die meisten starken Charakter Männer. Das finde ich schon sehr cool. Nein! Ich kann den Kampf eigentlich neu starten, Digga. Ja, ich kann ihn neu starten. Einmal getroffen werden ist zu schlimm, weil er dich vergiftet. Das geht mir so auf den Sack. Wieso muss dieser Dämon vergiften können? Du kannst, je nachdem welchen Charakter du spielst, einen Hit kannst du ruhig abkriegen, Digga, um es zu bekommen. Du musst dann nur aber mehr Punkte machen, indem du öfters Kombis drückst und Fähigkeiten einsetzt und so ein Scheiß. Hey, Digga, ich bin nicht schnell genug, Digga. 1, 2, 3. Du lässt dich nur hart grad verkloppen, Mann, wie ich. Aua. Ach, Digga, komm schon, hab ich jetzt ernsthaft meine Ulti gewastet? Hätte ich einfach den Schub diesmal benutzen sollen. Meine Ulti habe ich schon oft bei den Typen gewastet, Digga. Der Kopf ist echt nervig. Der pusht so die ganze Zeit. Da hast du noch nicht gegen Rui gekämpft, Digga. Hab ich ja. Doch noch nicht. Das wird ein bisschen scheiße nervig. Ja, ich liebe Rengoku, ne? Also als Charakter in diesem Spiel, ich liebe ihn einfach. Ja, Rengoku ist nice. Aua, du hast den Sturzbach zweimal verkackt. Hat er Sturzbecken verkackt? Ja, zweimal. Ja, ich kann grad nicht hingucken. No, that's always my fastest since... Das war meine schnellste und stärkste Puppe. Ja, jetzt wird sie geköpft, oder? Ja. Ja, von Tanjiro. Gut gemacht, Tanjiro. Donneratmung. Tanjiro hat sogar in der ersten Staffel mehr Demons gekillt,
als alle sollen. Finde ich übrigens sehr funny. Die Säulen haben aber nur stärkere Dämonen gekillt. Zwar weniger, ja, aber die Säulen werden ja auch nicht rausgeschickt, um solche schwachen Dämonen zu töten. Die Säulen, guck mal, du musst dir vorstellen, Gio hatte überhaupt kein Problem gegen einen abnehmenden Dämonenhund, Rui. Gar keinen, der hat einfach aufgeschlitzt. So, die Säulen werden ja nicht rausgeschickt, um solche Schwächlinge normalerweise zu töten. Halt nur für Dämonenmonde. Und da es halt jetzt keine Abnehmenden mehr gibt, braucht man sie halt auch nicht mehr noch. Ja, aber jetzt kommen die Zunehmenden. Ja, aber die kommen jetzt in der zweiten Staffel. Und vor allem verkacken die Säulen ja gegen die Zunehmenden. Da steht zumindest doch auch Rengoku. Ja, nicht das nur halt Rengoku, nur im Film oder? Erstmal, aber ja, es sterben noch viel mehr. Fast alle Säulen sterben. Nur die Steinsäule stirbt. Ja, aber sein Kampf war heftig. Also sein Kampf, also er hat alles gegeben, Digga. Da war, man kann, gegen Doma hat man halt die einfach keinen immer alles. Die Säulen geben immer alles, Alter. Das Problem ist nur, dass die zunehmenden Dämonenmonde nicht umsonst schon seit Anfang an leben. Naja, die Klangsäule ist eine Pussy, Digga. Und das, obwohl der eigentlich nicht so rüberkommt. Ja, der ist auch eine Pussy. Ich wurde getroffen, Daniel. Egal, schaffen wir es noch. Oh mein Gott, ich habe mich gerade richtig erschrocken, weil Zenitsu einen Anfall gekriegt hat. Der ist anders stark und trotzdem ein Angsthase. Er ist nur anders stark, wenn er schläft, immer noch. Verstehe ich auch nicht, wieso. Weil er Angst hat. Das ist halt seine Fähigkeit. Er fällt dann in Ohnmacht und schläft dann. Und dann steht er auf und ist einfach der absolute Motherfucker. Ja, ungefähr genau so kann man ihn beschreiben. Nein! Weil das ein Fledermaus war. Agetsuma Senet. Könntest du jetzt bitte aus deinem Ulti-Modus raus? Danke. What the heck? Digga, wenn ich jetzt kein S geschafft hätte, dann bin ich richtig sauer. Ein A! Hört man uns eigentlich im Stream? Ja, hört man. Ja, Digga, ich bin ja selber. Ich bin ja selber am Verzweifeln gewesen gegen dieses. Ja, Arschlecken. Nicht noch ein zweites Mal. So nur ein A. Warte, ich will kurz meine Punkte. 3203. Ich hätte 3400 machen müssen. Soll ich den dünnen oder den dicken Weg nehmen, Leute? Das ist egal, du musst einen von der. Du musst einen von dem Weg. Du musst oder so in Endeffekt beide nehmen, weil da noch irgendwas zu finden ist, immer. Ja, richtig, du nimmst den dünnen Weg. Okay. Ich mach das jetzt einfach mit Rengoku nochmal. Erst gehst du durch den Dicken, um das Item zu holen. Okay. Nein, ich mach das jetzt einfach nochmal mit Rengoku, okay? Wir schaffen das. Digga, kannst du bitte aufhören, dich immer ewig lang zu... Digga, Daniel, du sollst den dicken Weg Daniel, nehmen. Daniel, fühl dich. Ja. Daniel, fühl dich jetzt bitte nochmal ganz kurz in Rengokus Rolle rein, damit du das jetzt übernehmen kannst, ja? Fühl dich rein. Fühl dich in Rengoku. Geht nicht, ich kann nur Shareplay in Kamm. Über Shareplay kannst du nicht spielen, das habe ich schon ausprobiert. Hey, ich kann den dicken Weg nicht nehmen. Ich muss erst über den dünnen, oder? Da ist doch ein Loch, wo du durch kannst, oder geht das nicht? Das geht nicht. Dann scheiße nochmal von vorne. Ja, dann musst du da durch, dann musst du doch den dünnen Weg nehmen. Ja, der dicke Weg ist nur zu verarschen da. Dankeschön, Gray, dass du dich jetzt erst meldest. Ja, ich bin gerade beim Fighten. Ich hab das auch gehabt. Ich hab auch so gedacht, hä? Ja, das Problem ist, mein Controller ist kaputt und ich muss einfach nach oben links ziehen und dann immer bis an den Rand der Map laufen, wenn er sich so langsam bewegt. Scheiße! Zenitsu, du armes Ding. Ja, dieses langsame Laufen ging mir auch voll auf den Piss, Digga. Ja, und vor allem ist mein Controller kaputt. Ich kann nicht geradeaus laufen. Ich muss nach von links laufen, so dass ich am Rand der Map die ganze Zeit. Kauf dir einen neuen Controller, Digga. Ich glaube, das so einfach gehen würde, Alter. Einfacher für mich ist ein Controller kaufen einfacher als eine PlayStation-Karte zu organisieren. Das ist richtig. Naja, auf Amazon kann man sich PlayStation-Karten einfach bestellen. Ah, Digga, du bist ja auch ein anderer. Du bist ja auch Das mache ich auch. Ja, Daniel, du bist einfach nur der Einzige, der sich sie noch... Online ist es viel einfacher und viel intelligenter sogar. Aber man braucht ein Tablet sogar oder... Bei MOGA bekommst. Ich mach's auf Amazon.
Ja, auf Amazon kannst du es auch machen. Da kriegst du zwar keine Rabatte, aber ich mach's trotzdem auch auf Ja, Amazon. aber man braucht dafür ein Tablet oder ein iPad, um die dann abrufen zu können, wenn man irgendwie auf dem Handy oder ein Laptop Naja, hat, das wenn man brauche ich nicht, weil auf ich kann dem es auch Handy. auf dem Handy machen. Wirklich? Kommst du da auch in die Games- und Softwarebibliothek? Ich schaff das irgendwie nicht. Ja, du machst das über E-Mail. Ah, Digga, ich Digga, die hab's schicken immer. dir den Code über E-Mail. Ja. Und das hat der Account von meinem Vater, musst du verstehen. Wow. Er will's geheim halten. Die Kleinen musst du nicht angreifen. Nur die? Nur die Große? große Spinne. Die Kleinen, die greifen dich nicht an. Die Kleinen sind unwichtig. Aber ich habe sie auch als erstes mal angegriffen und dann sind ein paar von denen weggeflogen. Habe ich meine Ulti auf die verschwendet. Frag nicht, geil. Halt die Klappe. Digga, man sieht das doch, dass sie nichts machen, Digga. Ja, das weiß man aber nach meiner Meinung nach nicht. Jetzt kommt Rengos Ulti 800. Geheimtechnik. Neunte Form, Fegefeuer. Der, du hast ihm noch nicht einen Hit gegeben, ne? Nein, gib Ja, ihm mal Digga, weil der besseres Kerl Gift, sich Alter. schneller bewegt, als ich ihn sehen konnte. Digga, ich triff mehr seine Spinnenkumpels als ihn. Willst du mich gerade verarschen? Das ist das, was ich nicht bei den Dämonen verstehe. Du verprügelst deren Leben und deren Eingeweide und die haben nichts anderes zu tun, als trotzdem dich zu schlagen, obwohl du die gerade komplett vergewaltigst. Du weißt schon, dass du von denen ausweichen musst, bei den Schiffen und warten musst, bis er wieder runterkommt, ne? Der Digga, der will einfach nicht wieder runterkommen. Du musst ja Doch, da ist er ausweichen. doch. Du musst warten, bis er in der Mitte ist. Irgendwann. Digga, du musst den Gegner studieren, Digga. Jetzt zum Beispiel könntest du ihn mit Zenitsu locker treffen. Jetzt mach das. Ah, du hast auch schon wieder viel zu viel Schaden kassiert, Digga, gegen den, Alter. Ja, weißt du was? Ich mach den Kampf nochmal. Geht das? Nee. Nee, er muss zurück in die. Nein, was ist deine absolute Lieblingsulti in Demon Slayer? Ja, Digga, nee, Ja, wenn ich schon sterbe, mach den ich den Goku. Kampf ja so nochmal. Die ist Ja, echt und geil, Digga, ja. ich Die muss haut alles blocken. weg, Digga, die macht doch Ich finde immer doch Zenitsu auch Schaden. geil. Oder die von Feuergottheit Tanjiro. Ja, die alle cool. Auf jeden Fall. Eigentlich sind alle Ultis cool, weil. Ich meine, wenn du so Storm 4 halt, das haben wir ja gestern schon gesagt, Anubis, wenn du dir Storm 4 Ultis anguckst, denkst du dir, lecker. Dann guckst du dir Demon Slayer Ultis an. Ui. Digga, Sogar du ein musst dir mal Brot denken. backen ist geil, Digga. Ja, Digga, der Schule Tanjiro, der Tanjiro. backt ja ein Brot aus dir. Das ist so geil. Also der backt ja ein Brot, während er dich kläppt. Jetzt geh in die Mitte, du Dreckspinne. Aber das Geilste nach meiner Meinung nach an Demon Slayer ist einfach diese Atemtechniken, wie sie die sich ausgedacht haben, dass du. Weil normalerweise, wenn ein Anime irgendwo Katanas auftauchen, dann sind die nur nebensächlich, aber hier sind die Katanas eigentlich die Hauptwaffe. Das ist Ja, halt geil. es kommt ja nicht aus Kaltan an, welche Atemtechnik man benutzt. Doch. Doch. Wirklich? Guck mal, zum Wenn Beispiel ein das blaues Katana Katana ist perfekt. Das passt sich deine Individualität an, wenn du jetzt zum Beispiel Also. so wie Tanjiro Wasser beherrschst. Du kannst halt, du machst ja dann deine Atemtechnik, also beziehungsweise du kannst auch andere Katanas benutzen. Wie zum Beispiel Tanjiro hat ja das von Orochimaru benutzt in seiner Auswahlprüfung. Aber das ist halt ein Wasserkatana. Er kann jetzt nicht einfach damit eine Feuer, also er könnte eine Feueratemtechnik damit durchführen, aber die wäre nicht so effektiv. Das ist die Sache. Ein blaues Katana zum Beispiel, wenn du jetzt Magio anguckst, das ist eine Wassertechnik. Das heißt, dass deine Atemtechniken beim Wasser deutlich effektiver sind, weil sie darauf zugeschnitten sind. Und der schwarze Katana, da bin ich mir sicher, ist für Leute, die einfach mehrere Atemtechniken besitzen. Man kennt zwar nicht die Fähigkeiten, aber ich vermute, dass es Digga, ich dafür ist. sterbe gerade. Ich Was hasse sagst du den zu Kerl dieser jetzt schon. Vermutung, Daniel? Also hier, Rengoku hat ja gesagt, dass das schwarze Katana bedeutet, dass hier der Anwender nicht weiß, welche Artentechnik er anwenden will. Ja, das ist eigentlich so ein universelles. Das heißt, eigentlich könnte jetzt Tanjiro alle Atemtechniken meistern. Und das ist geil. Das ist eigentlich ein krasser Demon Slayer, ne? Stell dir mal vor, du besitzt einfach fünf Atemtechniken. Du besitzt alle Grundatemtechniken. Und Ach du du hast dich Scheiße. spezialisiert. Da bist du fünf Säulen in einer. Ja, wie geil ist Geh in das die denn? Mitte, jetzt in die Mitte, jetzt in die Mitte. Du hast ein einziges Leben. Oh Gott. Habibschi, Oh, Alter. ey, Nein, Digga. ich glaube, der muss noch einen Schlag hitten, Digga. Das ist jetzt deformiert, wenn er jetzt verkackt, Digga. Das ist so deformiert. Digga, warum?
Wie hast du das hingekriegt, dass du so am Limit bist, Mann? Digga, ich hab den Kampf sogar eigentlich voll easy. Ich versteh das nicht. Geh jetzt wieder in die Mitte. Ja, geh in die Mitte, Junge. Sobald er hochzieht, musst du in die Mitte jetzt angreifen. Oh, ja, Leben ja. Am Limit. Oh, Mann, Digga. Ja. Das macht er sehr spannend, Digga. Endlich. Leben am Limit, Digga. Digga. Ja, also ehrlich, war anders nervig, Digga. Digga, ich hab nicht mal annähernd so viel Schaden, wie Anubis kassiert hat, absichtlich, Digga. Weil ich kann sogar gleich mal nachgucken, wie viel ich bei dem Kampf hinbekomme. Wieso bin ich jetzt wieder bei Null? Ich hab den Kampf neu gestartet, mal wieder. Boah, das sieht aber jetzt geil aus, die Cutscene ist richtig nice. Zenitsu, mach mal. 1, 2, 3. Oh, Rengoku, Digga. Aber ich wäre auch so ein Typ, der sich auf mehrere Arten Techniken spezialisieren bekommen. Würde und nicht auf eine. Was würdest du. Ich würde das so machen, Digga. Was heißt? Ich bin da auch auf Wartung, Katana. Du hast jetzt ja auch nur noch 1% Leben, Digga. What the fuck? Ja. Vor allem, er hat noch nicht mal neu gestartet, ne? Aber dann hätte er C bekommen. Nee, dann hätte er D bekommen, lol. Verwechselt. Sorry. Jetzt würde ich den Kampf noch mal machen, würde ich auch nicht so viel Leben verlieren, weil jetzt kenne ich das Muster vom Gegner. Aua! Ja, aber das Muster konnte man aber auch schon vorher erkennen, wenn man hingeguckt hätte. 1, 2, 3. Wie gesagt, ich zähle bei den Gegnern immer die Bewegungen, damit ich zähle immer, wie oft der schlägt. 1, 2, 3. Das habe ich so gemacht und so habe ich es auch hingekriegt, alle Matches auf S zu machen. Bei Akaza war es schon schwieriger, weil Akaza nämlich sehr, sehr unkonventionell war. Geheimtechnik. 9. Form. Fegefeuer. Fegefeuerü. Ich feiere es wirklich, wie Grey das Game Alter. Fühlt. Ja, du musst es fühlen, weil das einfach ein so krasser Anime. Digga, diese Ultis sind einfach immer wunderschön. Digga, wenn du jetzt schon so gehypt bist, Digga, wie ist es dann bei der zweiten Staffel, Digga? Dann, ich weiß es nicht, ich bin so gehypt, Digga. Naruto ist zwar hier ganz oben, aber Demon Slayer ist wirklich nur eine Treppenstufe darunter, weil ich das so geil finde, musst du dir mal vorstellen. Nein, so geil finde ich Demon Slayer. Es gibt viele Leute, die den Anime einfach nur overrated finden. Ich finde ihn so geil. Also ich finde ihn so geil. Nee, also Demon Slayer, wer sagt Demon Slayer ist overrated, Digga, ist behindert, Digga. Demon Slayer ist noch nicht mal überbewertet oder geschweige denn wird noch nicht mal so gehypt. Das sind einfach alles Fake-Otakus, Alter. Das sind alles Leute, die sich das nennen, aber an sich tausende Anime durchgucken und nicht mal einen wiedergeben können, weil die einfach nur Anime durchsuchten. Am besten noch schön ein nach dem anderen, dass sie 30 Anime an einem Tag gucken und keine einzigen hypen. Das sind Leute, die keine Freunde haben. Nee, das Ding ist nach meiner Meinung auch dieses typische, ja, der und der Anime ist overhyped, Digga. Ich finde, das Einzige, was wirklich overhyped, also was wirklich manchmal overhyped wird, sind so Animes wie, warte, lass mich überlegen. Boah, welcher Anime ist so abnormal overhyped, Digga? Death Note. Death Note finde ich absolut overhyped, Digga. Dafür, dass Death Note eigentlich sich nur darum dreht, dass Akira, also Light, ein paar Namenbuch schreibt, Digga, und dann andere Leute damit umbringt, Digga. So gut war Death Note jetzt auch nicht, Digga. Aber Daniel, so wie du den Anime beschreibst, kann man jeden Anime lame machen. Nein. Also komm, Death Note, Digga. Ein Junge, der durch Naragami dazu verleitet wird, geschweige denn nicht verleitet, sondern dazu gebracht wurde, ein Buch, also er hat das Buch gefunden. In dem Buch schreibt der Namen rein, Menschen sterben und er frisst Kartoffelchips, Digga. Okay, also das einzige Gute an dem Anime sind die Kartoffelchips. Also mir hat der Anime persönlich recht gut gefallen, bis auf die zweite Hälfte. Digga, ich fand Death Note so overrated, Digga. Ich hab's nicht mal geguckt. Deswegen hat jeder seine eigene Meinung. Weil ich den Style davon nicht mal. Ich finde auch, dass One Piece overhyped ist, Digga. Dafür, dass One Piece einfach viel zu viele Folgen hat und irgendwann mal sich langzieht wie ein Kaugummi, ist One Piece auch voll overhyped, Digga. Dass man in den Medien nur noch was von One Piece hört, Digga. Aber One Piece ist geil. Naja. Ist auch eine Betrachtungssache. Ja.
noch ein Belohnungsfeld freigeschaltet. So, und jetzt Missionsziel erreicht. Geil. Geheimtechnik. Neunte Form. Spinnendämon, Vater. Wie er dann am Ende auch noch so steht. Der stolze Rengoku, Alter. Es ist so schön. Jetzt geht er wieder in sein Ultimodus und das kurz bevor er stirbt. Wenn du mich jetzt triffst, Digga. Dann werde ich dir das nie verzeihen. Ich muss nur sein Ultimodus überlegen, dann wird's für mich. Und ein Anime, der glaube ich sogar noch mehr overhyped ist als hier One Piece und so, ist Dragon Ball. So viele Fandubs und so viele Serien und Abzweigen von Dragon Ball. Und es gibt, ne? Dragon Ball ist auch das Game mit One Piece, was die meisten Videogames rausgebracht hat. Naruto hat auch viele. Ja, Naruto hat auch viele. Ich habe A bekommen. Zehnte Form. Ich habe, nein, ewiger Wandel des Lebens. Ich habe A bekommen. Ich habe nur zwei. Wieso habe ich so wenig Punkte? Wieso habe ich so wenig Punkte bekommen? Du hast vergessen, greifen gibt Punkte, dann gibt, wenn du austauschst, gibt auch Punkte. Das musst du alles mit einberechnen, Bruder. Einmal ausgetauscht, achso, das hab ich vergessen. Ja, den Charakter ausgetauscht, wenn du mit Ness getauscht. Oder mit wem du auch benutzt. Das geht mir schon wieder so auf den Sack, ne? Das geht mir so auf den Sack. Ja, fühle ich. Scheiße, der hebt mich hoch und wirft mich einfach weg. Ach, ja, ist ja auch der Spinnendämon Vater. Nein. Der ist voll heftig, ist der. Er ist einer der 12 Dämonen. Eigentlich nicht, aber egal. Das hatten wir auch im Anime erst gedacht, Digga. Aber ich hab mir so angeguckt, hab mir so gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Guck ihn dir nochmal an. Rank du S. Du hast gerade einfach deine Ulti geused, ne, und voll daneben. Hab ich auch gesehen. Was, Digga, wie hässlich ist der jetzt plötzlich? Ja, der wird immer schöner. Das ist jetzt seine Ultra-Form, Alter. Digga, da ist er wirklich hässlich wie eine Spinne. Digga, er heißt ja nicht umsonst Spinnendämon. Ja, Rui ist auch so, aber ich glaube, Rui wird sogar noch nerviger als Akaza aus dem Grund, weil er einfach mit seinem Spinnenweben auf Mittel Range geht. Ja, das ist richtig eklig. Du kommst angerannt, er hittet dich einfach, weil er ja von Weitem schlagen kann, Digga. Das ist, ja, das ist eigentlich ein richtiger Puppenspieler, Digga. Ja, das wird so richtig Kaku so, Digga, des Todes werden, Alter. Gar keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf Rui. Aber wenn ich ihn im Random-Kampf gegen dich bekomme, Daniel, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ich bekomme ihn auch im Random-Kampf und dann tun wir uns gegenseitig mit. Ja, von mir, ja, beide mit Rui. Gestern haben ich und Gray ja einen Zenitsu-Fight gemacht, da warst du noch nicht da, glaube ich. Ja, da war er noch nicht da. Ne. Digga, das war übelst witzig. Wir sind an uns vorbeigedasht einfach mit und unserer Ultis. Haben sich einfach, das war so geil, ja. Ein Lachflash meines Lebens. Ah, scheiße, der hebt mich. Das ist auch geil im Random-Kampf, wenn einfach beide Zenitsu bekommen, Digga. Oder den beiden gleichen Charakter, ist auch echt cool. Gut, dann greife ich den Gegner jetzt. Oh shit! Wir sind mal für den neuen Song. Oh shit! Nee, weil der Gegner mich gerade gehauen hat. Ich hab ihn gegriffen, Daniel. Anubis kommt gegen einen Gegner nicht an, der sich kaum bewegt, Digga. Feier. Ich hab ihn nochmal gegriffen, Daniel. Nein, ich werde es gegen den Gegner gewinnen, indem ich ihn einfach die ganze Zeit greife. Oh, Digga, der Keller hat halt übelst Matsch Leben. Digga, auf den kann man draufhauen, wie man will. Ja, aber die japanischen, die Tekkeki sehen, nee, das feiere ich eigentlich nicht so. Ja, gleich kommt der Gio und der macht den kaputt, also da. Verdammt. Kannst du bitte endlich mal deine Ulti-Form verlieren? Bitte, bitte, danke. Nach dieser Technik. Ja, die Technik wird halt. Ultimative Technik. Daniel. Geheimtechnik. Neunte Form. Fegefeuer. Fegefeuer.
Pink voll voll. Ja, FIFA Fu. Ey, wenn das kein S ist, Digga, dann fesseln wir ihn. Ja, S, Digga. Nein, ich hab Pink Fu mit ihm gemacht, Alter. Ja, man, einfach Pink Fu, Alter. Ist doch geil. Ist Mama auch dabei? Nein, ist sie nicht. Sie mag dich nicht. Was? Was? Ja, ich zieh mich gleich an. Wo willst du jetzt hin? Ich muss nochmal zur Nachuntersuchung. Ey, kannst du nicht an 4 bleiben? Ey, was soll denn das jetzt heißen? Digga, du Digga, wenn ihr wollt, dass ich krepiere oder so, weil ich Angst hab, dass ich irgendwie verblute, Digga, dann... Yo, Daniel, bin jetzt on. Digga, du bist so eine Fotze, ne? Das hasse ich, ganz ehrlich, das hasse ich an euch, ne? Also, beziehungsweise allgemein. Digga, ihr werft mir vor, ich würd nicht sofort zurückschreiben, Digga. Ich schreibe euch an, Digga, und krieg nie eine Antwort von euch. Achso, das wollte ich dir vorhin noch sagen. Ich wollte dir noch sagen, ich hab das mit Absicht gemacht, weil du mir auch nicht zurückantwortet. Aber das hab ich vergessen. Ja, Digga, manchmal kann man von Daniel 6 Stunden auf eine Antwort warten. Halt's Maul, Digga, bei euch ist es genauso. Ja, bei mir kommt normalerweise immer eine Antwort. Ja, also nur wenn Noah mein Handy antwort nicht lässt, schon. Na, Noah, den schreibe ich auch gar nicht mehr an, Digga. Ja, den schreibe ich auch nicht an. Oh, jetzt kommt das. Digga, wieso haben Donner- die One Piece Navigations erster Turm. Blitzender Donnerschlag. 6. Fach. Wieso haben die One Piece Navigations aus dem Play Store genommen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Weil es eine Early Access war und so eine scheiß Early Access, ja. Nein. Und keiner mochte es. Doch. Ja, doch. Er hier. Unser ja. Anubis. Und 50.000 ja. Andere One Spieler. Piece, ich finde One Piece Games scheiße, Digga. Also für PlayStation gehen die, also aber für Handy, Digga, finde ich die One Piece Games echt scheiße. Geil, oder? Cool, ja, geil, würde ich jetzt nicht sagen, cool. Also. Die Story hat mir übelst gut gefallen wegen Königshaken. Das beste Game von jetzt allgemein jedem Anime bei One Piece war es für die Wii. Das war One Piece Pirate Cruise. Das habe ich für die Wii gesuchtet bis zum Umfallen. Das war richtig geil. Dann gab es noch ein hier dieses eine Spiel von geil. Von, Digga, wie nervig ist dieser Rui? Von... Ja, viel Spaß bei dem Multiplayer, Digga. Und das ist noch normal, der schießt ja hier nur Spinnenweben, Digga. Ja, wollte gerade sagen, wenn ein Onliner den spielt, Digga, der dasht dich anders kaputt. Digga, ich treff den nicht. Ja, das hatte ich auch am Anfang, das Problem. Ja, und wie hast du das gelöst? Indem du wartest, indem du sein Angriffsmuster liest. Ich bin einfach immer ausgewichen, irgendwann, wenn er die Netze geschossen hat und genau... Ja, weil jedes Mal, wenn du verstehst, wie der Angriffsmuster ist, jetzt dann weißt du ganz genau, weil nur auf ihn zudasht. Dann weißt du nicht, wenn du auf ihn zudasht. Aber das musst du halt erst bei KIs verstehen. Und das hat mir einmal Neustarten gekostet, Alter. Ich bin trotzdem echt gekommen. Du musst ja auch No Front, aber du musst ja dreimal gegen den kämpfen. Warte, was hab ich denn in dem Kampf mit Ruhe bekommen? Ich bin immer so. Na! Und gegen den letzten Kampf nass, ja. Du Wichser. Ja, stimmt, das hab ich gesehen. Ja, ich seh's gerade. Vor allen Dingen, den letzten Kampf musste ich sogar wiederholen. Den hab ich sogar auf First Try noch nicht mal auf S geschafft. Den musste ich sogar wiederholen. Digga, der Kerl geht mir gerade auf die Fresse. Ich hab die anderen Kämpfe dafür alle auf First Try auf S gehabt. Ganz komisch. Ich hab auch alle auf S. Wir müssen halt auf den Endkampf mit Ruhl, hab ich einen auf A. Und wie sieht's mit dem Endkampf hier aus? Den Erkunde des Anwesens habe ich auch alle auf S gemacht, Digga, siehst du? Ich habe zum Beispiel den Trommeldämon auf S easy gemacht. Hab ich auch. So easy peasy, Digga. Aber ihr beide könntet 3 Trophäen gegeneinander machen. Geil. Welche? Dieser erste Sieg und Kombo? Nee, 5-mal, also du musst einmal in Welle gehen, also einmal in der Welle, dann musst du eine 5er-Kombi, also 5-mal Viereck drücken und den Gegner und die komplett durchdrücken mit Viereck, dann macht er noch so einen Endschlag, dafür kriegst du eine Trophäe. Das haben ich und Grey uns schon gegenseitig oft genug zugefügt. Nein, ihr müsst Welle machen. Welle, also erst hier, wie nennt sich das hier? Oh Mann, wie nennt sich das? Windstille. Digga, ich hab den Kampf gegen Rui ja, so Welle. Auf jeden Fall Welle. Dann musst du komplett ein Viereck die ganze Zeit durchbashen. Und dann musst du eine 25er-Kombi ausführen. Geil.
Ich kann nur runterkommen mit Tanjiro. Zu welcher Kategorie? Da liegt der Gegner schon lange nicht mehr, Digga. Schon bei der 30er kommen, ist der Gegner schon was tot. Aber ich kann nur 100er kommen mit Tanjiro. Zu was für einer. Ich hab die auf TikTok gesehen. Digga. Nein, willst du gegen mich und Tanjiro kämpfen? So was auch. Zu was für einer Rasse Dämon gehört Rui? Also ist er so einer von den Spinn-Dämon. Er ist einer von den abnehmenden 6 Dämonenmonden. Okay, das wollte ich wissen. Von den abnehmenden, ne? Okay. Nicht die zunehmenden. Aber er ist stark. Schwach. Er ist noch schwach. Ja, Digga. Im Kampf hat er also er ist stark gegen Tanjiro, weil Tanjiro noch nicht so erfahren ist, aber... Ja, weil Tanjiro einfach scheiße ist. Naja, am Ende nicht mehr. Also am Ende des Animes nicht mehr. Ich wette sogar, wenn jetzt ein richtig geiler Zenitsu mal gegen den Rui gekämpft hätte, Alter, dann wäre es ja lustig gewesen, Digga. So, ja, jetzt weil Zenitsu, ich glaube sogar, dass die Donnersäulen sondern sogar eigentlich mit die stärksten sind, einfach aus dem Grund, weil die Donnersäulen so schnell sind, dass sogar die zunehmenden Dämonen nur noch Stress haben könnten, Alter. So schnell wie die teilweise sind. Richtig traurig ist einfach, dass alle zunehmenden Monde von Gegnern gekillt worden sind, die einfach zu den Säulen gehören, Digga. Aber die abnehmenden, die sind alle kacke gewesen. Bis auf der eine, der mir auf den Sack geht. Aber deswegen wurden die auch. Deswegen wurden die auch alle abgeschlachtet, bis auf Enmu. Ja, ich hätte es an Musans Stelle nicht gemacht. Liegt einfach daran, also Musan hat das ja gemacht, weil die Bedrohung an sich nicht mehr so krass war und die deswegen nicht mehr benötigt wurden. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht, sie zu töten, weil die halt trotzdem immer noch halt ein paar kleinere Dämonenjäger hätten töten können oder so. Ich hätte es nicht gemacht. Ja, der hat das aber auch gemacht, weil er keinen Sinn, also er ist ein Perfektionist und wollte von Anfang an, dass alles glatt läuft. Der vertraut ja noch nicht mal seinen eigenen Dämonen, also wenn die ihn sagen zum Beispiel, so und so ist das Vertrauen, vertraut er denen noch nicht mal und forscht erst selber nochmal nach, ob das stimmt, was sie ihnen erzählt haben. Der ist so paranoid, der Boy. Und seine Dämonen dürfen ihm nichts verraten, weil alles, was er sagt, ist Gesetz. Nicht, was die anderen ihm sagen. Richtig. Er würde wahrscheinlich noch nicht mal auf die Zunehmenden hören, Digga. Nee, aber die Zunehmenden würde er nie töten, weil er weiß, dass er die braucht. Ja, die Zunehmenden sind auch eigentlich seine Absicherung, weil das nicht und die lassen sich, also selbst Akaza, also in den einen Manga-Kapitel, das ist jetzt auch kein Spoiler, in den einen Manga-Kapitel, also er lässt sich nichts sagen von Muzan. Also er hört Muzan zu, aber er würde, wenn er gegen Muzan kämpfen müsste, würde er auch kämpfen. Da hat er keine Angst vor Muzan. Digga, Tanjiro, du darfst es nicht sterben. Wird er auch nicht. Ich weiß. Nesco macht das, Nesco. Nesco-chan! Digga, in dem Kampf hab ich einfach nur ein B geschafft. Der Vater sieht so krank aus, Digga. Digga, warte, was? Feuergott, Tanjiro? Ja. Bin ich, Digga, so früh wird er schon zu Feuergott? Na, der hat das ja noch nicht gemeistert, Digga. Nee, er wird aber genau da zum ersten Mal zum Feuergott, weil er sich an den Tanz von seinem Vater erinnert. Mhm. Weil sein Vater war ein Meister der Feueratmung, Digga. Ich mag die Flammenatmung zwar auch, aber man sieht, dass die Flammenatmung etwas heller, also so ein bisschen abgedämpfter ist vom Aussehen. Digga, mein Schwert ist einfach kaputt. Und trotzdem bin ich den noch auf die Schnauze. Versuch mal R1 und Dreieck zu drücken, nach einer Kombi. Ah, blitzender Phönix, mal zu. Ich hab den Charakter ja schon gegen Ray im Online-Modus ein paar Mal benutzt. R1 und R1, also R1 und dann Dreieck. Das ist ja. Jetzt wenn ich mir die Namen merke, Digga. Sieh in den Faden der Schwachstelle. Digga, diese Lache, warte mal, ich muss mir ganz mein Lachen nochmal anhören. Digga, als wenn ich mir. Als wenn ich mir die Attackennamen merke. Die Mutter sah ein bisschen crazy aus. Ist Nezuko nicht sogar von dem stärksten aller Dämonen verwandelt worden? Ja. Nesco hat auch das meiste Blut von Muzan abgekriegt.
Also ist Nesco eigentlich die stärkste Dämonin, wenn man das so sehen möchte. Darf ich pissen? Okay, Gray, geht's dir gut? Okay, ich hab Viereck einfach gefällt, egal, hab ihn trotzdem den Hals durchgeklatscht. Hast du nicht? Netzko eigentlich die stärkste Dämonin, wenn man das so sehen möchte. Doch, hab ich. Runter mit seinem Kopf. Okay, Gray, geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Wieso verkackst du Viereck? Ich hab Viereck einfach gefällt, egal, hab ihn trotzdem den Hals durchgeklatscht. Hab eh ein S. Ernsthaft, A, B, S, beste Kombi, Digi. Hab eh ein S. Ernsthaft, A, B, S, beste Kombi, Digi. Digga, man könnte eigentlich so eine Unendlichschleife bei so einem Stream machen. Wenn du einfach immer ein Wort sagst, dann machst du eine Unendlichschleife, Digga. Das müsste man mal ausprobieren. Ach, dein Unterstützungskämpfer. Wen nehmen wir denn mal als Unterstützungskämpfer? Nee, so Tomioka, ja, okay. Ich muss halt eigentlich das auf S schaffen, aber danke, dass du mir Nezuko gibst, Digga. Ja, dann nimm Uhadoki. Nee, ich bin jetzt schon auf Wir Nezuko. 10 bis 5. Wir 10 bis 5. Und dann, den Charakter muss er nehmen, Digga. Damit machen wir es ihn schwieriger. Ich bin schon in der Runde drin, wenn ich die verkacke. Trophäe, die Feuergottheit. So. Ja, okay. Aber wenn es ein Charakter ist, den ich im Online-Modus noch nicht gespielt habe, dann werde ich ihn auch hier nicht spielen. Ja? Nee, wir haben nur gerade über was geredet, alles gut. Wann kommt Mama denn ungefähr? Ist Mama noch am Telefon? Ja. Noah? Hab ich Noah gehört? Mama. Ja, und 12:40 kommt der Bus. Kommt sie jetzt nochmal hierhin zu uns, ja, oder was? Ja. Ah. Ihr seht gerade nichts im Stream, weil ich kurz die Erinnerungsfragmente durchmache. Anziehen, geilo. Dann zieh dich an. Digga, der ganz rechts sieht richtig nice aus. Wer ist das? Ich, der am Hoffen ist, dass der Arzt mir einfach nur eine fucking Ibu reinschmeißt. Ich hoffe, dass Daniel einfach Cannabis als Beruhigungsmittel kriegt. Ich hoffe, dass Daniel nicht Ewigkeiten wieder beim Arzt ist, so wie gestern. Achso, nee, warst ja nicht gestern Ewigkeiten, hast ja gestern noch Schmerzen gehabt. Ja, egal, komm einfach so früh wie möglich wieder online. So. Ich komm schon früh. Meine Ulti kann ich nicht mitreden. Kaoratanz, der Feuergottheit. Klarer blauer Himmel. Ich finde das so geil, wenn er den in den Boden rammt, Digga, da so kreisförmig, ja, und dann so in den Boden rammt. Digga, ich liebe Feuerflammen, Tanjiro. Also Feuergottheit. Ich liebe meinen Schwanz. Ist auch ein bisschen Spam-Charakter. Daniel, ich streame gerade. Musst du da. Vergewaltigungsticker. Huren, so ein Missgeburt. Dankeschön, Gray. Bitte. Hey Digga, wieso bist du jetzt hier gefesselt auf dem Boden? Ich dir nochmal klar, dass du nicht genug Reichweite hast. Ich wollte gerade sagen, du bist so unrelevant in dieser Reichweite, Digga. Du bist so unrelevant, Digga, dass dich keiner für dich interessiert. Man könnte eigentlich, also falls einer von uns irgendwann mal wirklich oder sogar alle drei berühmt werden sollten, einfach durch irgendeinen Zufall, ja, Digga, ich schwöre, ich. Alle Millionäre, Alter. Ich erinnere mich an euch. Und dann bekommt ihr was ab, also von meinem Teil jedenfalls, wenn ich. Weißt du, also, er erinnert sich an uns, Digga, weißt du, anstatt dass wir die ganze Zeit in der Party sind, er erinnert sich nur an uns. Ja. Dankeschön, Daniel. Ja, ich hab mehrere Möglichkeiten, berühmt zu werden. Ich hab sogar, wenn man das so sieht, hat Gray. Gray hat zum Beispiel zwei Möglichkeiten, berühmt zu werden. Er kann ein berühmter Arzt werden, oder er kann sogar durch seine Mutter berühmt werden, genau. So. Nur Anubis könnte rein theoretisch, wenn er nicht so ja, doof wäre, auch Arzt werden, aber er ist... In dritter Generation. Ah, fuck. Wow, in dritter Generation. Aber Anubis, du musst jetzt wirklich deinen Grips und... Ich wollte gerade sagen, ich könnte in allen Fächern lernen, genau. Anubis. Du Jonah. Musst sogar einen Sport eine 1 haben, überall musst du gut sein. Mit 25. Wo soll ich spielen? In Japan oder was? Mit 25 kann ich im Wilker bin ich schon Seniorenstar, Alter. Scheiße. Hey Digga, es gab auch Fußballspieler, die bis zu 50 Fußballer, Jahren gespielt haben. Aber Fußballer am längsten sind eigentlich die Trainer. Die ja, richtig. Ich könnte allerhöchstens. Nee, du allerhöchstens auch einfach Yogi Löw 2.0 sein. Ich könnte auch bis 40 einfach in der japanischen Fußballliga spielen.
Oder wäre einfach Yui. Oder ich mache es so wie dieser eine Spieler, der richtig berühmt war im Fußball, mit 45 Jahren aber noch Fußball gespielt hat und übel krank war sogar noch. Ronaldinho zum Beispiel. Nein, man nennt auch Spieler zum Beispiel jetzt in den nächsten Pokémon-Turnier würde ich online in der Seniorenklasse spielen. Okay. Weil du ab 25, ab 20 gehst du als Senior. Wenn du spielen würdest, ja. Spielführer, meine Klinge. Ah? Wenn du Pokémon-Turnier spielen würdest online, ja, auf Pokémon Schwert und Schild. Dann zählst du als Senior, wenn du 20 bist. Ja, Daniel, du bist alt, das wissen wir alle, jetzt geht nicht damit an. Nein, das ist aber einfach so. Du, und Anubis würde ja, noch in der würde noch in der Bambino-Glas spielen, Digga. Ich habe nur ein B geschafft. Genauso wie ich im Kampf gegen Rui, Digga. Hä? Nee, Luis würde in der Juniorenklasse spielen. Junioren? Kann ich da mitspielen? Kann ich. Oh ja. Wenn du Schwert und Schild hast. Ja, hol ich mir und dann durchspielen. Ja, und auf einmal, das ist so richtig abfuckend, weißt du, er kann einfach jedes Spiel spielen, Digga. Der ist, ich finde das nicht abfuckend, ich finde das cool an ihm. Egal wie, wenn ich. Das ist eine besondere Fähigkeit, Digga. Ich hole mir ein Spiel, Online-Spiel, in dem ich zusammen mit Gray spielen kann. Du kannst das Spiel. Und dann hilft mir Gray immer dabei, egal wie lange das Spiel schon spielt, er kann es dann einfach. Ja, das Einzige, was ich kann, Digga, ist Pokémon und da habe ich schon mehrere Titel gewonnen, das ist das Einzige, was ich kann. Doch, du kannst auch solche Games wie Demon Slayer und Naruto gut. Nee, Naruto nicht, Naruto war ich echt scheiße, aber Demon Slayer bin ich ganz gut. Das ist einfach meine Meinung. Egal, was ich anfasse, du wirst gut. In den meisten Fällen kann ich es einfach. Gut. Das ist ja nicht mehr normal, das kann ja nicht jeder Mensch. Und alles, was nicht jeder Mensch kann, ist eine besondere Fähigkeit. Ich kann, aber das ist auch eine Fähigkeit. Ich bin genauso wie Sophia Thiel. Digga, ich kann fett werden, aber ich kann auch innerhalb von einem Monat einfach wieder komplett muskulös werden, Digga. Das ist meine besondere Fähigkeit. Ich kann einfach, eine besondere Fähigkeit ist, dumm dastehen. Ich hab wirklich keine. Doch, du hast eine. Du bringst eine. Andere Leute mit deinem Dasein zum Lachen, Digga. Das ist auch eine Fähigkeit. Ja, aber irgendwie hat jeder Mensch eine besondere Fähigkeit. Ich kann schnell Freunde finden. Ja, das ist mit dem sehr besonders. Ja, das kann ich auch. Das ist keine Fähigkeit. Dann habe ich die schon abgeguckt, die Fähigkeit. Ja gut, aber meine ist ein bisschen besonderer als andere. Ich kann zum Beispiel Freunde finden, die mich vorher gehasst haben, zum Beispiel. Das habe ich, das ist, weißt du, wie einfach das ist, einfach. Zum Beispiel ich, ne, ich mache das so. Ich gehe in die Party, auch wenn Gray das hasst, andere Leute über PlayStation kennenzulernen. Aber wow. Wenn ihr immer wo in Urlaub wart, musste ich mich ja irgendwie beschäftigen, Digga. Und ich kann ja auch nicht 24/7 arbeiten und trainieren, Digga. Und ja, alleine zocken macht keinen Bock. Dann hättest du mehr frei. Ja. Ach, halt's mal jetzt. Hättest du auf jeden Fall ein paar Überstündchen gemacht. Geld für uns. Hättest du uns beiden PSN-Karten schenken können. Digga, ich verdiene genug, aber ich muss es euch ja nicht. Ja, egal. Stimmt, verschenkst du mir Gray, ja, da habe ich mir schon irgendwas ausgedacht. Hä? Was schenkst du mir zum 12. Daniel? Hä? Gar nichts. Ja, das ist nur der 12. Geburtstag, Digga. Wow, Digga. Der ist nicht wichtig. Ja, trotzdem. Welchen? Ja, das sind zwei Weiße. Der und der. Der 12. Geburtstag ist noch nicht mal 1% besonders. Wow, Digga, danke. Das hier. Der 18. ist sehr besonders. Digga, was hast du für hässliche Hosen? Gray, sollten uns nicht gegenseitig in den Rücken fallen. Wir sollten zusammen dagegen ankämpfen, dass Daniel uns beiden etwas schenkt. Aber nein, du fällst mir in den Rücken. Hä? Also ich schenke, das war ja sowieso klar zum 18. Geburtstag, das ist ein besonderer Tag, da wird was verschenkt, Digga, logischerweise. Okay, Digga, ich bin jetzt offiziell vor 16 Jahren geboren. Fuck, nein, na, dann ich schon sagen, egal. Okay. Du. Egal. Ignorieren wir das einfach, dann ignorieren wir das. Schenken? Schenken, Alter. Ja, Schenken. Was denn sonst? Nee, aber so oder so, ich muss es erstmal ankommen, weil ich muss das erstmal bestellen. Gray, da kannst du. Außerdem ist Gray gerade erstmal 17 geworden, Digga. Ja, er hat noch ein Jahr Zeit dafür, also ist doch alles entspannt. Ja, ist nicht viel. Das ist sogar für den faulen Daniel eine gute Möglichkeit. Ja, wollte gerade sagen, ein Jahr, Alter, sollte es hinkriegen. Obwohl, bei Noah sind es schon fast 4 Jahre gefühlt.
Ja, Digga, Noah magst du aber auch nicht besonders. Weil Noah, ich hatte auch gar keine Lust, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte gar keine Lust, bis nach Mörs zu fahren in diese Assi-Gegend, Digga. Und dann halt da alles. Und dann da bei ihm zu pennen, hatte ich schon mal gar keinen Bock. Ja. Ich werde auch nicht. Digga, ich hätte auch dieses Versprechen nur entweder sehr mühselig oder gar nicht eingehalten, was ich ihm gegeben habe. Aber beim 18. Digga, kommt ihr doch dann, hier hin, oder? Digga, ja. Zu deinem 18. Boah, Alter! Weißt du, wie lange das noch hin ist, Digga? Bin ich ein Rentner? Ja. Ach, nein, Digga, warte mal, wie alt bist du jetzt? Du bist jetzt 11, ne? Ja, nächstes Jahr werde ich 12. Und dann noch 6 Jahre. Dann bist du 24 ja, und dann... Ja, nee, eigentlich sind es... Eigentlich ich bin 32, Mann! Sind es 7 Jahre. Ja, aber so lange wirst du safe doch noch zocken. Ich, wenn er 18 ist. Da bin ich 25! Und ich bin ich müsste so um die 33 sein oder so, wenn ich jetzt nicht voll rechne. Ich denke eigentlich deine 24. Eltern an. Digga, what the fuck? Nein, ich rechne mit 18. Ja, ich wollte gerade sagen, er rechnet mit 18 und ich habe auch mit 26 mitgerechnet. Ja, Digga, Immer ein Jahr älter. Digga, ich bin dann einfach gefühlt Rentner, Digga, und dann sitze ich da bei dir und denken und deine Eltern denken sich so, what macht der Rentner hier? Fuck! Ist doch egal, ich, hä? Ich weiß auch gar nicht, was ich dann da machen soll. Da sitzen wir da rum, wahrscheinlich als die einzigen Erwachsenen, Digga. Oh, nee, okay, die sind ja dann, ich schätze mal, seine anderen Freunde sind dann auch alle so um die 18. Die sind volljährig, also ja, sind das Knirpse. Digga, solange... Und vergiss nicht, es ist die behinderte Generation, die sind 18, das ist die behinderte Generation, die da 18 wird. Alle. Ich würde mich, wenn Scheiße. Dann, einmal nur mit euch und einmal mit meinen Freunden treffen. Okay, das ist gut, weil dann müssen wir uns wenigstens nicht mit den Plagen abhängen, Alter. Hey, heißt das, ich bin auch eine Plage? Naja, du bist auf einmal, eine Generation. Auf einmal klopft es so an die Tür, Noah steht vor der Tür. Moin, Meister! Einfach Tür wieder zumachen, wie sehe ich aus? Würde ich fühlen, ich stelle mir das gut vor, also ein Vater macht die Tür auf, welcher Aslak? Puh, Tür zu. Ja, also wenn er vor meiner Tür an meinem Geburtstag stehen würde, würde ich ihn wirklich nach Hause schicken. Und dann würde ich ihnen sagen, ich will einen besonderen Tag haben und du gehörst nicht zu meinem besonderen Tag. Okay. Tut mir leid. Also ich glaube, mit Noah wäre eine Geburtstagsfeier auch ein bisschen strange, Alter. Ich glaube, das wäre richtig hart. Nee, er will nur saufen, Digga. Das ist einfach kacke. Saufen! Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Wo willst du denn deinen Geburtstag feiern? Saufen. Definitiv nicht viel saufen, weil ich hasse Alkohol. Muss auch nicht sein. Wir können auch einfach einen geilen Abend machen, indem wir können auch ein bisschen Cola saufen oder Wasser oder so ein Scheiß, mir ist das egal. Digga, wir werden da so einen geilen Abend machen, wir gehen erstmal schön was essen und den Rest suchen wir uns selber aus, ob wir irgendwas gucken, einen Film ist, oder Anime oder keine Ahnung. Ja, wir werden da schon einen geilen Tag draus machen. Ja, safety. Also, Digga, und saufen nach meiner Meinung nach muss man nicht. Leon wird wahrscheinlich saufen wollen, Digga. Aber nee, ich hab keinen Bock auf Saufen. Also nicht viel. So, ich sag mal so ein Bier so zum Anstoßen, das sollte schon drin sein, so. Aber ich sag mal, aber so nur ein Bier so und jetzt nicht so eine Kiste, Digga. Wenn ich zu Freunden gehe, ich gehe da auch nicht hin und in der Intention, dass wir da eine Kiste Bier saufen oder so, sondern er hat dann im Kühlschrank 2-3 Bier stehen für jeden und wer dann Bock hat, holt sich da eins raus und dann hat sich die Sache, Digga. Ich bin auch nicht, ich sauf auch nicht mehr so viel seit dem letzten Mal. Also wenn beim letzten Mal hast du gesagt, du saufst nie wieder etwas. Ja, komm, du kannst auch sagen, ich würde nie wieder was mit euch machen und trotzdem würde ich was mit euch machen, Digga. Das ist einfach. Das Bett ist warm, mein Lieber. Weil wir einfach so gute Freunde sind. Ja. Okay. Ja, genau das. Digga, so allgemein, so, weißt du, du kannst vieles sagen, wenn der Tag lang ist. Dasselbe ist, ich habe auch Noah so oft viele Sachen versprochen und ich hätte es einhalten können, aber ich wollte es einfach nicht einhalten. Nein, nicht zu faul, ich hatte bei Noah einfach gar keinen Bock, es einzuhalten. Kürbis, Flaschen, Berster. Das kann ich nachvollziehen. Mein zweiter Gedanke war, am Anfang war mein Gedanke so, ja, du willst deinen Kollegen was Gutes tun. Mein zweiter Gedanke war, würde er dir was Gutes tun? Und dann, nee, würde er nicht. Deswegen habe ich gesagt, so, nö, mach ich nicht. Ich dachte mir erst mal so, bei ihm schlafen, Digga? Guck dir doch mal die Müllbude an. Ja, das auch. Ich muss ja drüber nachdenken, ob ich Maden bekomme, Alter. Das war das zweite Problem, Digga. Und da er jetzt im Moment immer im Wohnzimmer zockt, so wie wir mitbekommen haben letztens, sind alle drumherum und die behinderte Freundin von dem Bruder, Digga, dann die Mutter, der Vater, alle in einem Raum, die Hunde, Digga. What the fuck, Digga? Das Einzige, was ich mit Noahs Bruder machen würde, ist den wirklich mal einer richtig schön ins Gesicht klatschen, Digga. Safety.
Ich hasse seinen Bruder. Und seine Familie hasse ich auch. Und ihn selber auch. Meine Fresse. Geht mir einfach auf den Sack. Und zu ihm hinkommen, Digga. Nee, Digga. Fußball nicht hab ich gesagt. Ich kann jetzt mal bitte aus seinem Ulti-Modus rausgehen. Saufen! Morgens, mittags, abends. So, ich hab einen Aram im Kürbis, Flaschen zerbersten. Ich hab Digga, das ist schwer. Ja, aber das, wie gesagt, Digga, bei Noah, nee, gar kein Fall. Bei euch ist es was anderes. Ey Leute, bei ich kann einfach ein Bett aus meinem Bett ziehen. Ich hab da noch eine zweite Matratze. Ja, okay, bei dir ist es aber auch nochmal was anderes. Du bist erst 11. Ja, klar. Digga, du bist halt echt ein Knirps, Digga. Bei dir muss ich Angst haben, dass ich nachher noch verklagt werde. Ja, aber es ist ja so, du bist halt echt noch ein kleiner Knirps. Also man kann trotzdem deinen Geburtstag kommen, wenn ich auch stelle, kann ich auch selber zu dir rüberfahren, aber ich weiß nicht, wie das mit deinen Eltern aussieht. Warum du überhaupt zu mir kommst? Ja, bei dir, Alter. Bei dir, Gray, ist das weniger kompliziert als wie bei mir, Digga. Ich müsste mich locker 6 Jahre jünger machen. Ich bin ja 18, Digga. Das ist jetzt nicht so. Ich bin ja schon bei Kapitel 7, Gray. Wie wunderbar. Warte mal, du bist schon bei Kapitel 7? Ja. Durch Skippen. Ja, Digga, weißt du, da war ich als er, also von der Zeitspanne her wäre ich jetzt wahrscheinlich bei Kapitel 4. Last time. Mit dem Kuchen und allem. Ich hab ja versprochen, schnell für dich damit fertig zu sein. Ja, aber kannst du die Story nachher nochmal komplett rein? Den werde ich auch definitiv nicht zu meinem Geburtstag einladen, Digga. Wen? Noah. Komm ich da an und seh den da sitzen, Digga, ich schwöre, ich mach eine Kehrtwende. Digga, wenn ich den selber da sitzen würde, sehen würde. Digga, du musst ja Angst haben, dass er deine Mutter anbaggert, ey, auf Dauer, Digga. Du weißt schon, dass meine Mutter den sowas von verhauen würde. Ja, deine Mutter ja, aber ich meine so, das hält ihn nicht auf, Digga. Die würde dafür sorgen, dass sein ganzes Fett am Bauch nicht mehr da wäre. Sie lässt ihn einfach jagen, Digga. Er läuft einmal quer durch die City, Digga. Nee, sagen wir es mal so. Ein paar Schläge im Bauch, sehr brutale Schläge, Fett ist weg. Du, alles klar, Massur, ein Massur, Fett Massur, geil. Ne, ich stehe mir jetzt gerade so richtig scheiße vor, Digga. Digga, wenn ich eine Frau wäre und auf einer Party wäre und Noah sehen würde, Digga, dann würde ich eher wegrennen, weil ich mich vor dem ekel, anstatt mit dem zusammenzukommen. Und dass der ein Frauenheld angeblich sei, weil er ja so schön ist. Digga. Ja, der hat in seinem Leben, Digga. Einfach auf Handschlag des Todes, Digga, ich schwöre es dir, er hatte noch nie eine Freundin. Und er hatte wahrscheinlich, da bin ich mir sicher, entweder hat er sein erstes Mal gehabt, weil er eine dafür bezahlt hat, aus oder Mitleid, er hat es noch nicht gehabt. Ja, wahrscheinlich. Einfach wurde er aus Mitleid flachgelegt, Digga. Der hat auch noch keine Freundin gehabt. Also, guck ihn dir doch mal an. No front jetzt, aber ich glaub einfach nicht, dass er eine Freundin hatte. Auch keine reiche Freundin, weil angeblich hatte er ja eine reiche Freundin, die ja, hätte, wäre er mit der zusammengeblieben, wäre er ja ach so reich gewesen. Er hatte eine Sugar Mommy. Ja, bei Noah bin ich mir sicher, dass er keine Freundin hat. So, Kapitel 7 abgeschlossen. Wer würde freiwillig mit ihm zusammenkommen? Guck ihn dir doch einfach schon mal vom Aussehen her an. Ja. So, Gray, ich mach jetzt noch schnell Mugen Train und dann, ja. Das ist kein, der mit ihm zusammen, mit ihr wollte. Ja. Mit ihr zusammen sein will. Geschlechtslos. Und guck mal, was. Freund, der dauerhaft nur am Zocken wäre, nicht arbeiten würde und mir noch nicht mal was Cooles kaufen könnte oder mit dem ich ausgehen könnte, weil er kein Benehmen hat. Boah, wir wären mit Noah essen gegangen, Digga. Ich schwöre es dir. Worden, Digga. Mann, wäre das ein Höllen. Ich glaube, er hat keine Manieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass er keine Manieren. Ich weiß es nicht, Digga, aber er würde mal seine Mutter an. Wer hat ihn denn das beigebracht? Deine Mutter ganz bestimmt nicht. Ja, nee. Also ich jetzt mal. Ja, ich. Also, wenn seine Mutter ihm das beigebracht hat, Alter, dann Respekt. Dann weiß ich nicht, was seine Mutter die letzten Jahre geschrieben hat, Alter. Ja, Digga, ist ja auch nicht meine Sache. Ist nicht mein Bier, Digga. Seine Mutter und sein Vater, sein Stiefvater, muss man ja schon sagen, sind eben komisch und, ja. Komische auch, Gesellschaft. Ja, sowieso. Crazy, die Leute alle. Crazy. Ja, ich muss mal ganz kurz seine Ulti überleben.
Dieser Dämon geht mir am meisten auf den Sack, weil das ist so ein richtiger Giftdämon, Alter. Der heißt der Schleicher im Wald. Ja. 41, der ne? Der Dämon heißt einfach der Schleicher im Wald. 41, ne? Was hast du? So, Gray, ich hab jetzt jeden Charakter. Wollen wir spielen? Hast du was? Wie? Was hast du? Ich hab jetzt jeden Charakter. Du hast jeden Charakter. Ich hab mir Rengoku einfach noch schnell gekauft. Ziemlich verarscht. Ich hab mir Rengoku und Feuergott Tanjiro einfach schnell gekauft. Ja. Wow. Ja, wir können spielen, aber wow. Einfach weil ich nur jetzt kein S habe. Wow. Ich hab nur ein Bäh. Eine Bäh mit einem Schwanz ist gleich. Also hier habe ich keine Ahnung, was ich machen soll, Digga, bin ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich überfragt, Digga. Ich mach alles. Ich bin aus Versehen in die Geschichte gejoint. So, Gray, ich lade dich jetzt ein, okay? Oh, kann nicht sein, dass ich nur ein B. Ein S ist ja unmöglich. Ich lade dich ein. Nein, Digga, ich hab doch noch. Ich hab doch auch ein S bekommen, Digga. Es ist nicht unmöglich, du musst nur mehrere Techniken einsetzen und Kombis machen. Ach, das weiß ich. Hast du heute noch irgendwas vor? Ja. Ach du meine Fresse. Wir wollen einen Schreibtisch noch machen. Ja, das können wir morgen machen. Aber heute mache ich das ganz bestimmt nicht. Was kannst du morgen machen? Mein Schreibtisch. Geil. Sieht wahrscheinlich wieder aus wie Hempels und Hans Höfer. Nee. Ich will Freitag aufbauen. Kann ich wieder weggehen? Hör auf! Warum? Olla, olla? Nein, ich bin jetzt aus Versehen auf Kamera. Olla, amigo. Wo ist Gray, der Kompagnaro? Ich bin gerade auf Toilette. Kompagnon, Alter, war egal. Er ist auf Toilette und klingt so, als hätte er was im Mund, okay. War deine Mutter auch gerade auf Toilette bei dir, oder was? Wer? Da ist Gray still, Digga. So, Profilbilder habe ich jetzt eine Menge. So, ich suche jetzt was von meinem Lieblingscharakter aus. Ich habe den Anime nie gesehen, habe trotzdem einen Lieblingscharakter und wenn du was dagegen hast, verpiss dich. Ich habe, wo ich Demon Slayer nicht kannte, hatte ich sofort Rengoku gemaint. Ich habe wirklich sofort gesagt, Rengoku ist meiner, Digga. Eine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Was los? Sei auf Toilette, sie klopft an, ich esse noch mein Käsestückchen zu Ende, Alter. Auf Toilette. Ich nur gerade so, Digga, hast du jetzt gerade, es war gerade deine Mutter mit bei dir auf der Toilette und du so ganz still, ich so, okay, wunde Stelle getroffen, Digga. Die kommt manchmal wirklich einfach rein. Fühle ich aber. Und ich bin 25, Digga, und auf einmal reißen die Tür auf, ich muss mich bürsten, ich muss mich schminken. Ich denke mir nur so, hey, ich muss kacken. Ja, vor allem... Da denke ich mir so, ich esse noch mein Käsestückchen. Alter. Hey, deine Mutter kommt doch auch immer bei dir rein, Daniel. Und deine Schwester. Ich sitze auf dem Pott, im Mund mein Käsestückchen. Ja, weißt also, du, Gray, kommt dass, raus, du gerne kommt Käse, dass du gerne Käse isst, naja. Vor allem ja, auf der Toilette. Ja, auf der Toilette, wenn ich was im Mund habe, esse ich immer noch was. Was für Käse denn? Gouda. Ja. Ich hab das zwischendurch, Digga. Ich bin so im Trance, muss auf Toilette, Digga. Ich nehme dann einfach mein Getränk mit, stell mein Getränk auf die Waschmaschine, ja. Digga, und dann trinke ich halt während des Pissens, Alter. Oh, logisch, ja, Digga. Was ist das Problem da dran? Du hast deine Hände nicht auf dem Pott, du hast deine Hände hier. Du hast deine Hände du tust oben. Deine Hände ja nicht auf die Klobrille legen und dann ablenken, nee. Digga. What the fuck, Alter. Yeah. Und wenn du deinen Arsch abwischst, tust du auch nicht sofort das überall dran schmieren. Also von daher, ich weiß gar nicht, was daran das Problem ist. Okay, ich würde jetzt nicht unbedingt mit meinem Mittagessen auf Toilette gehen, Digga. Aber, ja, ich auch aber, nicht, Digga. Aber mit einem Getränk und mit einem kurz, zum Beispiel mit so einer Beefy, so eben ganz schnell snacken, Digga, dann auf Toilette gehen und dann yalla habe. Nee, Beefy. Eine Beefy!
Boah, ich hasse ja diese Billig-Beefies, ne? Die, die Originalen schmecken richtig nice. Und diese Billig-Dinger, du beißt da so rein und denkst dir so, du beißt auf Granit, Digga. Das, die Dinger schmecken irgendwie voll kacke. Oh, Digga, das war eine nice Combo, Gray. Oh, Mama. Das sogar mit Absicht, ihr wisst aber, dass das 41, ne? Nicht, dass wir den gleich nicht kriegen. Jetzt bin ich sogar noch ausgewichen. Von dem, was ich gedacht habe, hätte ich dich eigentlich jetzt kommen müssen. Aber das Denken hat nichts gebracht. Combo Breaker. Breaker, ja. Digga! Er hat sich einfach erstichelt. Aua. Aua, das war daneben. Ja, Daniel ist erst beim Ersticheln. Oh nein, er erstichelt mich wieder. Wow, Sabito ist so krank, der Typ. Nein, ja, Gray hat mich. Aber das war close, das war close. Hä, ja, wie hat Gray das geschafft, dich noch fertig zu machen, Digga? Ganz close, Digga. Ich hab's gesehen, dass er dich ganz close gebumst hat, aber... Aber anders mächtig, dächtig, aber ich muss jetzt auch leider los. Aber ich komme auf jeden Fall wieder und diesmal pünktlich her. Naja. Was naja? Wer das glaubt. Ja, halt's mir, Digga. Wieso trifft der mich? Ciao, Jungs. Ciao. Ein Jesus-Schnäuzchen nach dem anderen. Managing? Oh, was? Wie kann es sein? Du kannst nicht geblockt haben. Ich habe auch nicht geblockt. Mein Hilfscharakter hat dich gehittet. Gibt ja mal gar keinen Sinn. Aber egal. Noch während ich in meinem Ulti-Modus bin, kann ich den rufen. Ja, hab ich gemerkt. Ja, nee, Digga, ich hasse das, dass man aus dem Kombos nicht rauskommt. Ja, Digga, jetzt bin ich tot. Ich hasse Sabito. Wasseratmen, dritte Form. Tot bist du nicht, aber... Hä, wieso bin ich nicht tot? Weil die scheinbar nicht so viel Schaden macht, die Ulti. Manche Ultis machen komischerweise wenig Schaden. Ich mach mir klar, dass du das wieder mal. Das machst du immer. Jedes Mal, wenn ich auf dich zulaufe. Ja, Digga. Ich hasse Tanjiro auch. Den Wasser-Tanjiro. Ich liebe den Feuer. Nochmal, jetzt wollte ich nicht blocken, weil ich in meinem Angriff war. Wasseratmung, 10. Form. Ewiger Wandel des Lebens. Das ist, macht mehr Schaden als von Sabito. Ja, ist ja. Digga. Das war eine sehr schöne Kombination. Wasseratmung, 3. Form. Ah, dieses Wassergeräusch. Strömung, Stand. Pop. Wow, Sabitua ist ein Charakter, unnötig. Sehr unnötig. Sabitua ist ein Charakter, das war jetzt seine Rettung, Digga. Mhm, dass er mich rausgeholt hat. Das war so deine Rettung, Digga. Egal. Er macht einfach immer das Gleiche. Aber es klappt ja auch immer. Heißt nicht, das ist gut. Das hab ich schon mal ein Zorfiel gesehen. Ich hasse mein Wasserrad. Geht mir auf den Sack damit. Hey Digga, ich hab meinen Hilfscharakter gespammt, aber der ist einfach gespawnt. Genau das hasse ich in dem Game. Ewiger Wandel des Lebens. Digga, man kann einfach, egal ob dein Gegner oder du hittest, immer mit einer Attacke mitfiebern. Managing. You take care of the rest. Now pump it up.
Das war jetzt wieder. Das hat sie nicht treffen können. Wasseratmung. Zehnte Form. Ewiger Wandel des Lebens. Ein gefühlt sieht man die Ulti bei uns fünfmal pro einen Kampf. Naja. You take care of the rest. Wieso setzt du den Schub ein? Weil ich mit dem ordentlich Schaden mache. Ja, ja. Ich mach nichts. Ja, gut, Digga, dann mach halt nichts. Digga, das ist schon wieder dieses kindische Verhalten aus Storm, Digga. Anubis, ich hab's dir damals in Storm gesagt. Ich hab es dir damals gesagt. Das ist eine absolute Regel. Nein, das ist halt jeder zu befolgen. Nein. Wenn du es nicht befolgst, hast du ein Problem. Das hab ich dir schon mal gesagt. Ja gut, dann drück mir jetzt eine Attacke und dann mach weiter, Digga. So, jetzt sind wir gleich auf ungefähr vom Leben. Jetzt kannst du ja nochmal weitergehen. Der unbreakable Combo. Oh, sie ist doch unbreakable. Ja, ich liebe diesen Angriff. You take care of the rest. Kann das möglich sein? Ich hab doch gut gemacht, Gray. Nee, ich hab's ja vorher geblockt. Das war nicht gut. Das gibt's hier nicht. Ich hab dich nicht getroffen. Okay, ich hab dich getroffen. Das mit diesem Doppel-Tanjiro ist so verwirrend. Als Kommentar sage ich einfach nur Spiel. Da kommt nichts dazu. Da kommt kein weiteres Adjektiv dazu. Und auch kein Adverb. Das ist einfach nur ein Spiel gewesen. Oh. Welche Map? Da werden neue Sachen freigeschaltet. Also Maps, das ist sehr schön. Ey, Digga. Komm mir nicht mal voran. Bitte sag, ich hab höchstens Feuer, Tanjiro. Tanjiro ist ein Hurensohn. Ja, ich sag aber, bitte sag, ich hab höchstens Feuer, Tanjiro. Trotzdem ist er ein Hurensohn. Sag bitte, ich hab höchstens Feuer, Hurensohn. Seine Fähigkeiten sind viel zu spammig, Digga, ekelhaft. Ja, Digga. Inosuke. Inosuke hat getroffen. Nee, ich nicht so. Das fehlt auch nicht so. Was ist eigentlich ihre Fähigkeit? Wer ist das nochmal? Das ist doch auch eine Säule. Ah, nee. Das ist die. Sie? Nee. Ich hab geblockt. Ich hab geblockt zu meiner Verteidigung. Ja. Oh mein Gott. Das war gratis jetzt. Kann man auch mal sehen. Was? Wow. Ich hätte getroffen, wäre sie nicht so lame, Alter. Ekelhaftes Mädchen. Kein Wunder, dass du gestorben bist an den Dämonen. Was ist denn deine Fähigkeit, Mädchen? Cool, dass du die Säule verprügelt, Alter. Ich hab schon wieder geblockt. Ich blocke jedes Mal, wenn du losläufst. Wie kann das denn sein? Manchmal da reactet das nicht schnell genug. Jetzt hier einmal zu Inosuke wechseln. Ja, ungerechtfertigt. Jetzt hab ich Bock auf Inosuke. Möchtest du nicht Rengoku spielen? Nö. Das wäre diesmal wirklich ein zu leichtes Spiel, Digga. Weil Rengoku, Digga. Einfach mein Lieblingscharakter. Inosukes Ulti hab ich noch nie gesehen. Ich schon. Es gibt sowas wie eine Biestatmung? Du blöd oder so?
Hades! Ready to switch with you! Es gibt viele Arten. Ich hab echt nicht gelesen, wenn ich so weit wie jetzt nicht habe. Ja, das war ein Lost. Und die ist Lost, weil ihre Ulti einfach nicht zu lang ist, ja. Nein, dann. Wow, hätte ich jetzt noch die Ulti gehittet, Digga, dann hätte ich das aufnehmen können, auf YouTube hochladen können. Das war wirklich eine ordentliche Combo, Dude. Das war ein bisschen ein Combo-Monster, Digga. Ein absolutes Combo-Monster. Hä, hey, meine Ulti war eigentlich als erstes gezündet, aber nee, okay. Nee, ist egal, Digga. Egal wie früh du die zündest, Digga. Ulti flocken sich immer gegen. Ah, Digga, deine Kombo ist so eklig, dieses. Wonderful, good. Leave it to me. Over here. How is this? Keep it up. Damn it. Ah, Digga, damn it. Good. Leave it to me. All right. Oh, Tanjo, du geiles Stück Scheiße. Die geht nicht zu weit, Digga. Digga, wieso bin ich jetzt wieder Tanjo? Ich hab schon wieder geblockt, Digga, aber ich brauche mal einen halben Weg. Jetzt hier, die geilste Ulti gefühlt in-game. Ja, nee, die beschissenste Ulti, weil Tanjiro ein scheiß Spammer-Character. Kagura-Tan. Der Feuergottheit. Klarer blauer Himmel. Schmutziger Scheißhimmel. Spiel doch Rengoku. Nein, das wäre zu leicht. Aber so verlierst du. Ja, aber das sehe ich doch nicht ein. Ja, hä? Aber du musst es einsehen, weil du verloren hast. Nö, du spielst aber nicht ein. Weil Tanjiro. Nur die Zeit mit Inosuke sehe ich bei dir ein. Okay, so, dann wechsle ich jetzt wieder zu Inosuke. Aber ich mag Tanjiro nicht, Digga. Tanjiro, das ist ekelhaft. Mir aber lässt du mich dann noch meinen zweiten Balken aufladen? Ey, es ist mir so egal, was du auflädst. Oh, ja. Okay. Meine Balken da gemacht. Willst du denn? Genau, deswegen wollte ich... Genau, nun und haben wir beide nur Balken. Das war eine krasse Kombo. Sehr schön. Neunte Form, sieht man nicht so oft. Das sieht nicht mal scheiße bei ihr aus, oder? Spitzenwassersturm und Chaos. Ja, wenigstens hat sie es drauf. Wenigstens hat sie es drauf. Und das, obwohl sie durch an dem Mond gestorben ist. Aber egal. Das Einzige, was mir auf den Sack geht, also, ja, egal. Was denn? Dass es manchmal nicht blockt? Nee, dass du, also du machst zwar deine Ulti bei Kombi so gut, aber das Einzige, den Unterschied, den ich direkt bei uns bemerkt hatte, ist, Digga, dass, wer hier die Kombi drückt, Alter. Jetzt hat schon wieder nicht geblockt, Digga, das war jetzt unverdient, Digga. Ah, endlich geblockt, mal. Ja, verdammt, mein Beast Rush hat nicht dich gekriegt. Oh, ich hab keinen Link mehr. Block mal schön, danke schön. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. So, gestehst du dir meinen Sieg jetzt ein? Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich deutlich besser am Kombisturm bin. Du bist auch deutlich besser am Kombisturm. Ich bin einfach deutlich besser. Ja, aber ich habe die Noske gewonnen und nicht mit Tanjiro. Ja, ist mir egal. Sagst du, siehst du nicht ein? Nö, das habe ich nicht gesagt, aber das ist mir egal. Und du hast ja gesagt, ein Sieg für den Gegner bedeutet ein weiterer möglicher Sieg für den Chef. Ja, du Chef. Ja, ich hey, habe hab diesen, die Runde gestartet. Ich habe diesen einen Dreckskerl noch nie bekommen. Weil diesen, ich den meine du schon kriegst. Und ich habe keine Lust darauf. Ja, Gio. Hast du auch Gio? Nee, das. Ja, ich habe auch Gio in Sportanzug. Du hast Gio normal. Och je. Also, Säule. Tanjiro. Och, nee, was habe ich jetzt. Nee, jetzt kann ich die Runde nicht spielen, Digga. Wieso nicht? Ich habe auf meine Brille gefasst und ich bin jetzt richtig sauer. Ich könnte meine Brille gerade so zerstören. Okay, welchen Tanjiro habe ich? Wichtig. Ach, den Feuer. Nee, weißt du was, weil ich ein Ehrenmann bin? Komm, wir spielen jetzt beide Gio.
Muss ganz kurz meine Brille säubern. Okay. Ich hasse es. Ich hasse es, eine Brille zu tragen. Ich wünsche mir eine Sache, dass Brillen zerstört werden würden, weil die Erfindung einer Brille ist dumm, weil sie einen Menschen hässlich macht und nervig ist. Brillen unnötig. Wir finden immer was Besseres, in dummen Menschen. Okay, kann losgehen. Okay. Ich verstehe halt noch immer nicht, was seine Fähigkeit kann. Das hier. Ja, Windstille, Digga, wow. Ich muss dich angreifen, damit die funktioniert. Ach wow, ich wollte den Blockbreach machen und dann habe ich auch dort die Blocken, logisch. Jetzt kann ich meine Fähigkeit zum Beispiel einsetzen, dann könntest du mich nicht mehr angreifen. Wirklich? Hm. Naja, weil ich dann meine 1000 Schläge machen würde. Total Konzentration. Let's go. Now pump it up. Die Ulti braucht deutlich zu lange, meiner Meinung nach. Ja, meine auch, Digga. Seine Ultis insgesamt. Wow. Perfekt. Ja, du hast gewonnen, wow. Digga. Round 2. Aber die Time war nur auf, weil wir am Anfang auf dich warten mussten. Das ist zum Beispiel das Gleiche. Okay. Von der Seite angerat, ich hab's gesehen, naja. I'll teach you so. Total concentrate. Time for a lesson! Lol, ich wollte blocken, weil ich dachte, dass du nicht so wärst, dass du jetzt eine Ulti machst, weil das wäre eigentlich voll dumm, aber ja, trotzdem immer. Du kennst mich doch. Dumm ist mein Motto. Aber das ist eine geile Ulti, Digga. Weil er halt so gefühlslos ist. Danke. Bio. Wow, ich hab den noch mal angegriffen, trotzdem mal gehittet. Das hat nicht gehittet, Digga. Das war dein Nebencharakter, Digga. Wie wir beide halt Tanjiro als Nebencharakter haben. Oder Manchua. Ich will einmal diese Ulti von den Typen sehen. Ich auch, aber ich will nicht, dass du sie an mir siehst. Nee, vergiss es, Digga. Ich greif dich nicht an. Wenn du den Schmutz machst. Ich hab dich nicht angegriffen, Digga. Es funktioniert sogar nur, wenn ich auf dich zu rein, ne? Das ist ja immer unnötig. Okay. Ich wollte gucken, was stärker ist. Ah, ja, klatsch ihn, meine. Finde ich sehr gut. Digga, ordentlich Damage, die Ulti. The fuck? Das war jetzt ein bisschen zu übermütig. War's auch. It's time to turn this around. Total concentration. I'll teach you. Over here. Got you. Get up. Here's the chance. Ah, ich hab's geblockt. Gott. Oh, ich hab dich doch geblockt, Reed. Ich hab meinen Sprint gegen dich gemacht in dem Moment. Das ja, aber Blockbreed ist stärker. Game sagt nein. Ja, Game ist dumm. Ja, wieder. GG. Das fand ich jetzt sehr nice, Digga. Also dieses Windstille, das ist eine gute Kombo-Fähigkeit gemacht hast, Digga. Das war sehr knapp. Oh, jetzt habe ich sogar noch meine Fähigkeit gemacht, Digga. Das hat er übrigens auch bei Ryu eingesetzt, hat er mitgeköpft. Nee, das stimmt nicht, er hat seine Attacke damit abgewehrt. Ohne einfach irgendwas zu machen. Ja, das ist auch so eine Attacke, Digga. Ah, verdammt, nee, jetzt. Ja, ist voll weiter, Lama, weil er denkt, dass ich ihn angreife.
Total concentration. Not happening. You can do it. Oder Man Sugar. Oh, verdammt. Jetzt, ich bin tot. Ich sag dir, 100% ich bin tot, nein, weil du wirst nicht tot diese sein. Ulti macht anders viel sein. Damage. Sag ich doch, du wirst nicht tot sein. Du wirst nur knapp davor sein. Ich hab's gesagt. Ich hab's dir gesagt. Digga, ich war in der Ecke, Digga. Ich hätte fast verkackt und wäre in deine Ulti reingerannt, weil ich in der Ecke war, Digga. Wie perfekt ist das denn? GG. Digga, die Map hat mir so einen in den Arsch ja, das war lustig. Ja, Gio gegen Gio, ich lese das so. Das ist das Geile an Random Kampf, wenn ihr beide den gleichen Charakter dann bezahlt. Muss man einfach beide denselben spielen und man darf nicht verschiedene spielen. Man muss. Ja. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mal Shinobu oder irgendjemanden bekommen, den ich noch nicht gespielt habe. Digga, ich habe Shinobu nicht ein einziges Mal bekommen. Du hast Shinobu auch, ne? Ja, jetzt hast du sie auch. So, ich habe alle Charakter. Willst du mich ver- ja, deswegen ja, aber Digga, ich habe Shinobu schon wieder nicht bekommen. Ich auch nicht, Digga. Aber ich habe Tanjiro bekommen. Wir spielen nicht bei die Nuske. Doch, du weißt, was jetzt ansteht. Mann, ich wollte Zenitsu zocken. Ist mir egal. Zenitsu ist ein Hurensohn, das weißt du ganz genau. Genauso wie Tanjiro. Deswegen spiele ich ihn nicht. Ja, deswegen spielen wir jetzt bei die Nuske, Digga. Das wird jetzt Beast-Atmung pur, Digga. Die Nuske wollte doch schon immer mal gegen einen ebenwürdigen Gegner, einen ebenwürdigen Kämpfer, Alter. Ja, wow, wer ist die Nuske ebenwürdig? Wer denn? Die Nuske. Ja, logischerweise. Wie ich einfach deinen Zenitsu verprügel, Digga. Ich bin von dieser... Oh, lol. Ich bin gerade sehr verwirrt, was... Digga, wieso rennst du auf mich zu? Aua. Digga, lass mich doch mal kurz erstmal aufladen, Digga. Nö. Aua. Danke, Sinitsu, Digga. So als Partner bist du ein Wichser. Wow. Die Ulti finde ich übrigens nicht geil. Naja. Die finde ich scheiße. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Zoro, dieser letzte Treffer. Dritter Hauer. Ja, ich finde aber eher also das ich letzte. Ich finde diese Schwarze cool danach aus, geil aus, so wo es so schwarz-weiß ist. Aber er hat halt noch. Doch, er hat ein einziges Mal einen Dämon getötet, Digga. Das war's dann auch wieder. Der Beast Rush ist immun gegen Angriffe. Immun vor allem. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, Digga. Digga, du hast auf zwei Ultis ready. Das ist geil, ne? Aua. Scheiße, Digga, diese Ultis sind so nervig, weil du einfach nichts machen kannst. Die Noske, weißt du, an wen er mich erinnert? Wer hatte noch mal, dass er in der Kombo nicht angegriffen konnte in Storm? Er ist genau keine der. Keine Ahnung. Er kann einfach nicht weggehittet werden. Das ist aber auch nicht sein, Ball. Ja, Digga. Scheiße, ich glaube, ich bin tot. Oder nein, extrem knapp davor. Du bist wieder nur wieder knapp da dran. Mal wieder. Sag ich ja, genauso wie letzte Runde. Ja. Du bist sogar genauso nah dran, Digga. Wie weit geht das? GG, Bro. Wir hatten mal das gleiche vor. Inosuke gegen... Kann man nicht mehr das eh nicht. Ich wollte eigentlich immer nicht drüber springen, Digga. Das ist das, was du gemacht hast. Digga, diese zwei Character-Plays. So verwirrend. Kann ich mal wechseln oder blocken oder so? Nee, darf ich nicht bei ihm was? Hab ich nicht die Erlaubnis zu? Schade. Sehr schade. Das war meine schlechteste aber Runde. Das war eine gute Kombi, oder? Super toll. Also du hast viel zu viele Unterbrecher gehabt, aber die Kombi waren nicht in Ordnung. Ulti hat ich, weil ich ganz von ihm das nicht unterbrechen. Du musst da wirklich blocken. Ausweichen ist auch extrem schwer bei Inosuke, weil er halt. Ja, weil er hinterher rennt, Digga. Ich finde das unnötig, Digga. Das ist ein bisschen unnötig. Inosuke, nach meiner Meinung nach, weil ihn keiner mag, hätte auch absolut benachteiligt werden müssen. Er hätte noch nicht mal ein Ulti haben dürfen, weil er so scheiße ist.
weil ich ihn so gerne habe. Und Sinetsu geht mir auf den Sack, weil der ist ein Hurensohn. Ja, Sinetsu ist ein Spaß, Digga. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock auf Sinetsu. Ich habe auch keinen Bock auf ihn, Notch. Nach meiner Meinung nach gibt es viel zu viele Charakter, die echt... Naja. Es gibt halt keinen Charakter in dem Game, der richtig scheiße ist. Oh, doch. Jubel! Doch, es gibt genug. Aber das sind die Charakter, die keiner haben will. Na, ich will mal Rengoku bekommen. Ich habe den halt noch nie gespielt. Ich bin schon am Zweifeln, Bro. Du hast Sabito ohne Maske bekommen. Den habe ich noch nicht ohne Maske bekommen. Aber ich habe wenigstens Sinetsu mal in seinem normalen Kleidungsstil. Och man, du hast Sinetsu, hey. Obwohl, Sabito ist nicht schlecht. Ja, und du hast Murata bekommen. Naja, den stärksten Demon Slayer aller Zeiten. Ja, ja. Naja, er tat sich nur so. Typischer, er ist so ein richtig typischer Nebencharakter, Digga. Aha. Nee, das ist noch nicht mehr der normale Sinetsu. Das ist der, wo er beim Auswahlverfahren war. Das ist nicht sein Katana. Das ist das Katana von seinem Opi. Aber von dem alten Opi, um ganz genau zu sagen. Oh, jetzt dachte ich kurz, dass ich angegriffen hätte beim letzten Schlag. Hat jetzt nicht... Ich dachte, Netsu hat sich getroffen, Digga. Du bist... Digga, erste Form. Form. Aber mal ganz kurz ein bisschen durchgehen. Danke, Nesco. Now come ja, wie weit reicht bitte schön deine Fähigkeit? Naja. Das hasse ich. Ja, cool hätte man jetzt die Ulti gesehen, die ich Nezuko gedrückt hatte. Aber nein. First form. Thunderclap and flash. Sixth form. Don't tell me we're already through. Oh, ich bin schon tot. Ja. Ich dachte, ich hätte mehr Leben. Round two. Also eigentlich hatte ich damit direkt, dass ich weniger getroffen wurde, um ehrlich zu sein, aber egal. Ja, das ist mein Lieblingsult hier in dem Game. Erste Form. Blitzender Donnerschlag. Sechsfach. Digga, die ist so sexy. Schön aufgelegt. Du wolltest zum ersten Mal versuchen, alle aneinander zu hängen. Wow. Ja, das ist halt, ja, das ist aber kein Problem. Das ist ja wirklich so eine richtige Noob-Spammerei, Alter. Und dann kommt dein Nebencharakter, Digga, der mir absolut auf den Sack geht, Digga. Wegen deinem Nebencharakter hast du die Schmutze jetzt getroffen, Digga. Hey. Kann man das auch im Einzelkampf machen, Digga? Was? Skate? Nicht ganz, aber dann könntest du mit deinem Nebencharakter, wenn ich mir auf den Sack gehe. Digga, Gray, jetzt mach nicht wieder diese Spur. Du fällst wieder mit. Ist halt echt so, Digga. Nö. Der Nebencharakter ist das absolute Nervige in dem Spiel, Digga. Guck dir das doch mal an. Sag mir was daran. Cool ist, Digga. Der kann dir aus der Scheiße helfen. Ja, und ich steck dir eine Scheiße ins Gesicht gleich, Alter. Boah, das ist ein Charakter, Digga. Water breathing. Schöne Kombination, Nesco. Na guck mal, dein Nebencharakter hat mir jetzt auch auf die Fresse gehauen. Ja, aber ich habe meine Ulti nicht deswegen getroffen. Ja, wow, Digga, weil du die auch nicht ready hattest. Jetzt habe ich zum Beispiel meine zwei Formen gebraucht von dem Ding, aber das geht ja auch wieder nicht. Und das geht mir auch wieder auf den Sack. Digga, ich frag mich, warum Zenitsu wegen solchen Attacken auch nicht aufwacht.
Keine Ahnung, weil er Mensch ist vielleicht. Okay, alright. I can handle this. See ya. Alright. I can handle this. See ya. Das ist eine Ruhe. Also die sechste Form ist stark. Have you already hit your limit? Die sechste Form geht mir am Arsch vorbei. Ein Kaugummi. Okay. Zum ersten Mal, Digga, habe ich diesen Charakter bekommen. Ja, ich habe Shinobu bekommen, aber ohne Haori. Geht mir auf den Sack. Säule gegen Säule, das wird immer super toll. Wollen wir Säule gegen Säule spielen? Ja, natürlich. Renkok. Renkoku. Lass mich kurz fesseln. So, was hat er denn so drauf? Was hat die drauf? Ah, Digga, dieser Opi. Warte, was hat er denn nochmal so drauf? Das wirst du bewusst im Kopfball rausbringen, genauso wie ich, wenn ich nicht spiele. Jetzt musst du noch... Nee, das ist falsch gewesen. Okay, man kann das Blazing Universe nicht aneinander hängen. Das heißt, er ist kein Combo-Charakter. Doch, ist er. Du hast nicht herausgefunden, wie. Ja, Digga, die ist voll der Konter gegen jeden, weil die nach ihrer Combo nach hinten geht. Lol, er hat getroffen? Geheimtechnik. Ich bin ausgewiesen, er hat getroffen? Neunte Form, Fegefeuer. Er hat getroffen? Ja. Das war jetzt wirklich unverdient, Digga. Aber er hat getroffen, auch wieder. Bin schon krass. Wieso hatte ich die Range nicht bei ihm? Wow, Digga. Beschwerst dich, dass diese Charakter dich immer töten und machst es dann selber. Digga, aber jetzt mal aufhören, aber das hättest du jetzt mit Leichtigkeit ausweichen können. Dass du das jetzt nicht getan hast, das war deformiert. Ich mach das jetzt auch mal. Hier ist ja auch Shinobu, den sechsten Königin, Alter. Wie im sechsten Königin mit Plural, Kappa. Wow, danke für den Charakter. Du bist sehr hilfreich. Ich bin schon wieder ausgewichen. Ja. Rengoku ist nicht gerade schwach. Tja, ist ja auch mein Lieblingscharakter in dem Spiel hier. Round 3. Mann, er ist trotzdem noch. Get a hold of yourself. I'll leave the rest. Das ist komisch, dass sie jetzt nicht hinterhergelaufen ist. Wundert mich. Flame breathing. Total concentration. Here I come. Leave it to me. Geblockt, aber ich dachte, er blockt nicht. Get a hold of yourself. I'll leave the rest to you. All right. Total concentration. Insect breathing. Eigentlich wolltest du Rengoku wechseln? So, perfekt, eigentlich hatte ich das jetzt. Ach, er hat mal nicht getroffen mit seiner Super Range, Digga. Rengoku, ich bin echt stolz auf dich. Ich hab geblockt. Das dauert schon wieder zu lange. Ich hab geblockt. Rengoku Schwert sieht nice aus. Katana! Digga, das ist trotzdem ein Schwert, Digga.
Katana. Ein Katana ist auch nur ein Schwert. Nein, eben nicht. Ein Katana ist kein Schwert. Das ist schon die Definition eines Schwertes nicht, Digga. Ein Schwert. Aber egal. Es besteht aus Heft, Griff und Klinge. Was hat ein Katana? Heft, Griff nicht und das. Klinge. Das ist aber trotzdem nicht die Definition von einem fucking Schwert. Denk doch mal drüber über einen Katana nach. Das ist kein Schwert, Digga. Das hat nicht ohne Grund den Begriff Katana. Aber egal. Ignoriere ich jetzt einfach mal. Ruhe ich mal komplett. Ihre Ulti gefällt mir irgendwie nicht so. Insektenatmung. Sehr schön. Sehr schöne Ulti. Nur am Ende sieht die Ulti geil, finde ich. Also ausweichen hat Shinobu nicht so gut. Also, obwohl ihre Atmung eigentlich auf Geschwindigkeit aus ist, aber. Das ist ihr egal. Oh, wow. That was a great battle. Dankeschön. Wollen wir nicht mal ein anderes Kampffeld nehmen? Was? Wollen wir nicht mal ein anderes Kampffeld nehmen? Was für Kampffeld? Ich drück Dreieck. Und wieso kriegen wir mal nur dasselbe? Frag mich doch nicht. Let's give this a try. Zu. Oh, die ist nice, die Map. Let's trade places. Here I go. Oh. So, ich hab den Tanjiro. Den Wasser-Tanjiro. Danke, Timmy, dass du dir einen angegriffen hast, Alter. Sehr hilfreich. Wasseratmung. Zehnte Form. Ewiger Wandel des Lebens. Und, war das eine gute Kombi? Ich werde dazu nichts mehr sagen. Round 2. Fight! Also, ich finde jetzt für die großartige Hilfe, die du mal wieder bist. Oh, die Ulti geht also nicht so weit. Schade. Bodenattacke. Ich hab mich nicht mehr. Okay, da bin ich ausgewiesen. Naja. Ausweichen ist nicht so wichtig, scheinbar. Round 3. Fight. Your breathing's unstable. That was nothing. Cool, dass du durch mein Zenitsu durchläufst. Wieso machst du die Kreis? Wieso macht er das nicht? Weird. Sehr weird. Water breathing. Keep moving forward. Stay sharp. Give it everything you've got. You can do it. Constant flux.
That's enough. We have a winner. I think I'm getting stronger. I feel like I could take on anyone. Let's give this a hey, den hatte ich ja noch nur einmal, glaube ich. Was isst du? Ich will dich nicht sagen, weil wenn du intelligent genug wärst, würdest du wissen, was ich vorhin gesagt habe. Ich schätze Kaugummi. Wenn du was vorhin gesagt hast. Let's go. Boah, die Fähigkeiten sind hier ganz besonders in was für. Ja, wie auch. Bin ich auch ganz besonders. I will handle this. Yes, beast. You're your best out there. Let's go, beast. Don't mess with me. Oh shit, so it's a fight. I will handle this. You're your best out there. Let's go. Komisch, normalerweise hätte ich das treffen sollen. Okay, die Ulti ist nicht so geil. Water breathing. Ach, wie schön. Eine unblockbare Fähigkeit. Round 2. Fight. Was soll das sein? Get back here. Ja, das ist mir wieder nicht bestimmt. Nee, immer noch nicht. Ausweichen können. Ja. Beast breathing. Alles gut mit dir, Gray? Du redest so wenig. Bei mir ist immer alles gut. Das Timing hat schon wieder nicht gestimmt. Warum hörst du auf zu kämpfen? Weil ich gerade mit dir was ausprobiere. Also mach jetzt weiter, Versuchskaninchen. Ja, das bestimmt. Was probierst du denn aus? Das will ich dir nicht sagen. Schon wieder nicht. Jetzt hat's gestimmt. Du übst das Ausweichen. Nee, ich üb das Ausweichen bei deinem Hauer, weil das eine unblockbare Fähigkeit ist. Dann muss ich das ausweichen. Hättest du das gesagt, nee, hätte ich auch meinen Hauer gemacht. Nee, mich interessiert deine Attacken nicht. Digga, ob du gewinnst oder so, das ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach nur trainieren. Bei den Bots zu trainieren geht so nicht. Weil die machen nicht dauerhaft diesen Hauer. So ein Flegel. Danach hast du eine Zeit, wo du nichts blocken kannst. Das ist natürlich sehr interessant. I will handle this. Get back here! Don't mess with me! Don't mess with me! Hat schon wieder nicht gestimmt. Not bad. I will handle this. Beast breathing. Do your best out there. Möchtest du jetzt nicht mal angreifen? Water breathing. Ja. 11-4. Warte, Stufe 2, die macht doch ordentlich Damage. Dead calm. Das war also deine Taktik? Nee, ich habe eigentlich nur versucht, deinen Hauer zu gucken. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass jedes Mal, wenn du deinen Hauer machst, dass du dann nach einer Phase, in der du nicht angreifen kannst.
Und wenn ich das Timing mit meinem Hauer perfekt hinbekomme, bist du kein Gegner mehr für mich mit deinem Hauer. Ja, nur dass ich den Kerl halt nicht so oft spiele. Ja, die anderen, Digga, da krieg ich auch noch was hin. Mit den ganzen Spam komme ich schon irgendwann klar. Übung macht den Meister. Ja, du brauchst beim Spam keine Übung, aber ich brauche eine Übung zum Ausweichen von einem Spam. Das Ausweichen in dem Game funktioniert nicht so gut wie in Naruto. Ich krieg das trotzdem hin und wenn ich das hinbekomme, dann bin ich echt ein krasser Spieler. Ja, wenn du das schaffst, durchgehend auch so. Ich hab jetzt, wenn du schaffst, vor dem Kerl auszuweichen, kriegst du Props. Nee, weil es ist einfach nur so die Sache, Digga, dass wenn du in dem Spiel jemanden hast, der dauerhaft eigentlich nur spammt, dann kannst du nichts machen. Dann musst du irgendwie versuchen auszuweichen und dann anzugreifen, weil blocken ist oder so unnötig. Also nee. Und wenn du im richtigen Moment blockst, kannst du einen Block-Counter machen. Ja, aber ich finde blocken ist traurig. Das ist so, guck mal, ich habe eine Taste gedrückt. Ich bin Zielspieler. Ausweichen ist so, guck mal, ich habe eine Taste gedrückt. Ist ja genau dieselbe Logik. Nee, beim Ausweichen ist es so, dass du auf Timing achten musst. Guck mal, beim Blocken kann ich die ganze Zeit hier so stehen. Was ist daran jetzt gut? Oh, ich hab die ganze Zeit ausgeschafft. Außer das eine Mal. Schade. Aber egal. Aber ich dachte, mein Kumpel würde dich aufhalten. Okay. Thunder breathing. Thunder breathing. Jetzt bin ich wieder ausgeglichen. Schade. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ach verdammt, jetzt hab ich Renncock. Jetzt hab ich Renncock abbekommen. Oh, Digga. Nicer Wurf hat der. Ja, das ist nicht so funktioniert wie ich wollte. Ulti gegen Ulti blockt sich aus. Einzige, was ich in der hätte in der Situation machen können, ist, hättest du mich nicht getroffen. Auch scheiße, jetzt wollte ich einen Blockkick machen. Schon mein Fehler. Danke, Gio. Round 2. Fight. First form. Thunderclap and flash. First form. Thunderclap and flash. Leave it to me. That will be all. All right. Thunder breathing. Thunder concentration. Stimmt. Man kann ja aus irgendeinem Grund erste keine Ulti mit Angriff ab. Schlitzen, Donnerschlag. Sechsfach. Sechsfach. Wenn es nicht das Outfit von dem Meister wäre, sondern wenn ich dann richtig gut echt das eigene Katana wäre, dann sieht das sogar noch geil aus. Der rennt über die ganze Platz. Shit, ich hab einen Blockwisch gemacht. Wenigstens Dio mal wegmachen, Digga, der geht mir auf den Sack. Total Concentration. Ready to switch with you. I have to inspect everyone. Danke, Rengoku. Alright. Ich will diesen von seiner Ulti gebrauchen. Hier ist übrigens cool, dass auf dem Boden immer noch die Zeichen davon zurückbleiben, Digga. Die Kampfspuren. Das ist geil. Du hast Rengoku mitgenommen nach oben, Digga. Geil! Das ist so ein Feature, das hat mir in der Naruto schon gefehlt. Du konntest die Charakter einfach nicht lange in der Kombi behalten, obwohl doch konntest du. Oh scheiße, ich bin zu einer alten Position gerannt. Ich dachte, ich renne wieder zu einer neuen. Jetzt hättest du ausweichen müssen, dann hättest du nicht mehr rettet werden mit einem. Ich wollte gerade sagen, gut tun. Das, die letzten waren unnötig davon. Ja, Digga, halt. Also eigentlich würde ich jetzt mit einem Random spielen, würde ich mit dem Simitsu hier lieber erwachen, als meine Ulti zu machen, weil die Ulti bringt bei dem hier nichts, Digga. Die trifft man nur, wenn man in einer Combo ist. Ich finde aber Schub absolut dumm, Digga. Das ist einfach nur erwecken. Ich wollte eigentlich Bock reden. Hat nicht funktioniert, by the way.
Wir haben ihn jetzt getroffen. Hey, ich. Moment, schaffen wir den natürlich. Danke, Gio. Schon wieder. Das zweite Mal, dass er mich findet. Round 4. Okay, das war unnötig, dass ich da jetzt noch. Falls ich habe am letzten Moment aufgehört zu blocken. Oh nein. Darauf habe ich gar keinen Bock. Auch wenn deine Ulti nicht scheiße ist. Nee, Gio, du kannst mich mal am Arsch lecken. Jetzt hättest du ausweichen müssen. Blocken. Danke. Wäre zu traurig gewesen, wenn ich die Ulti getroffen hätte, Digga. Geh mir nicht auf den Sack, Gio. Ausweichen, Anubis. Ja, ich war auf der Ausweichtaste, ja. Egal. Du bist gerade einfach mit Zeni zu vorbeigezogen. Hengoku, übernimmst du die Ehre? Nee, du bist nicht. Okay. Hey, du bist ausgewichen von meinem Blockbildsteller. Respekt. Ach, verdammt. Ich wollte dich eigentlich in eine Combo bringen, indem man meine Ulti zudrückt. Ich wollte daraus halt wohl nichts. Ich ja, aber dann, nee, deine Combo hättest du gehittet, aber du hättest viel besser anfangen sollen, Digga. Du musst da echt viel mit ja, wow, Digga. Arbeiten, Digga. Scheiße. Das ist, was ich meine. Ausweichen ist, glaube ich, die Hauptnummer in dem Spiel eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht, Digga. Nein, ja. Die Zeigung von Ulti stimmt zwar auch noch nicht gemacht. Jetzt wollte ich eher blocken, aber das ist der Fehler. Das ist, was ich meine. Wäre ich jetzt ausgewichen, hättest du gar keine Chance gegen mich gehabt, Digga. Aber egal. Ja, es wird nicht lange dauern, Digga. Und dann hat keiner Bock mehr mit mir zu spielen, wenn ich alles ausweichen kann, Digga. Ich werde immer Bock haben, mit dir zu spielen, auch wenn ich nur verliere. Das vielleicht werde ich mal Rage quitten, aber ich würde niemals aufhören, weil mit dir zu spielen macht mir Spaß. Jetzt wollte ich wieder ausweichen, Digga, aber es hat nicht funktioniert zu meiner Verteidigung, Digga. Ich bin gerade legendär, wirklich ausgewichen. Danke, Gio. Gio hat mich dreimal gefinisht. Dreimal. Ich krieg das ausreichend hin. Irgendwann habe ich das perfektioniert. Dann bin ich einfach der beste Spieler. Ja, das glaube ich sogar. Oh, Digga, ich schwitze sowas von. Du aber noch der einfachste Charakter zum Ausweichen, Digga. Die richtigen Spam-Charakter, Tanjiro, Digga, da hast du gar keine Chance. Gegen den Opa hast du gar keine Chance. Ich finde diese Wasserräder, Digga, das sind einfach... Mach mal, wähl die Map mal aus und mach die nicht zufällig. Ich mach die mal zufällig. Weil die zufälligen Maps sind kacke. Es ist der. Kriegen wir gefühlt immer dieselbe. Ja, ist nicht schlimm. Auch schön. Ich will mal eine Tag-Map und keine Nacht-Map. Oh, warte kurz, mein Bein. Oh. Jetzt habe ich den schon mal alle Charakter gehabt. Das ist schon mal sehr geil. Mir fehlen trotzdem noch welche. Ich hatte den nochmal. Jetzt komm her, sehen die zu. Oh, jetzt kann ich leben. Ich hab deinen Charakter mal ganz kurz ein bisschen rausgeholt aus dem. Also das ist das, was ich meine, ein Wasserrad, Digga. Gegen das Wasserrad kannst du nichts machen. Da wäre sogar der Superprofi mit der 100er-Kombi ein Problem, Digga. Wer kann bitte schon eine 100er-Kombi? Ich, mit Tanjiro. Hä, wann hast du das getestet? Ich? In der allerersten Online-Runde, die ich gemacht habe gegen die KI. Da habe ich das getestet. Online-Runde gegen eine KI. Ja. Wenn du musst doch in den Online-Modus reingehen, dann gehst du auf Übungskampf. Ah. Und dann kämpfst du gegen eine KI.
Also noch an dich, ne? Aber alle Wasser-Charakter, nichts gegen dich, Digga, nichts gegen dein Können, aber das sehe ich alles nicht ein, Digga. Das ist so viel Spamming. Das ist widerlich. Das ist nix. Das Problem ist, so gewinne ich halt, das ist halt meine Taktik. Ja. Das finde ich nicht gut, aber Digga. Hey Digga, bist du halt Windstille? Digga, das sagt doch jedes Mal, wenn er auf dich zuläuft, das ist wie ein Leichenlauf, Digga. Ja, Digga, und der läuft sowas von langsam. Jetzt macht er noch sein Wasserrad. Jetzt macht er noch. Komm, jetzt musst du noch Windstille am besten machen, Digga. Hätte ich das jetzt noch gemacht, Digga. Dann wäre ich jetzt echt deprimiert gewesen. Boah, da los. Es war gerade perfektes Blocken. Verdammt. Also perfektes Blocken ist schwer. Da musst du im genau richtigen Moment blocken. Und dann gibst du deinem Gegner sogar noch eine Schelle mit. Digga, wie du mich einfach wegschießt. Es wäre schön gewesen, wenn ich dann wenigstens noch getroffen hätte, Digga. Dass das Wasserrad einfach um die Ecke geht. Fühlig, Digga. Physik und so. Dass ich jetzt, dass ich nicht geblockt habe, war dumm. Jetzt hätte ich nicht blocken können. Perfekt, Murat. Du bist ein Profi. Ach meine Fresse, hätte ich den letzten Viertel hittet, Digga. Nein, dann wäre nichts passiert, weil ich war genau in meiner Windstille. Fuck. Nehme ich auf den Sack, Tanjiro. Ich bin schon wieder ausgewichen, Digga. Aber das war zu spät. Ich feiere das. Dein Spamming muss ich wirklich blocken, Digga. Das geht ja gar nicht anders. Ja, dann übst du schon mal das Blocken. Sack. Da ist es wieder. Die einzige Möglichkeit, ungelogen, gegen das Blocken des Wasserrads irgendwas zu machen, ist echt so ein Blocken, Digga. Das geht nicht anders. Ah, jetzt bin ich richtig gut ausgewiesen, Digga. Oh, ich hab zu meiner Verteidigung noch geblockt, aber diesmal war das Timing von der Ulti etwas schneller. Auch wenn es nur eine Sekunde war. Ich werd auch immer besser. Ja, halt im... Naja, also, du kannst nicht besser, kannst du kannst... Die Sache ist, du kannst nur besser werden, wenn du Charakter spielst, Digga, die auch besser werden machen oder bzw. besser machen können. Du machst halt gerade nur Dreiecks-Spamming. Okay, wenn du das so siehst. Also... Nee, es ist ja wirklich so, Digga. Guck mal, wenn ich mir das mal angucke. Okay, guck dir das mal an. Du kannst, Digga, die Sache ist, du bist zwar besser geworden, ja. Aber du musst halt noch echt viel, was Kombis angeht, Digga. Wenn ich mir mal angucke, da, was ich da für Kombis mit meinen Charakteren rausgehauen habe, Alter. Das sind ja perfekte Kombinationen teilweise, Digga. Also meine Kombis sind ja perfekt. Ach komm schon, Gray. So die Windstille war nicht schlecht gesetzt. Ich hab nichts zu deiner Windstille. Ich hab das noch nicht mal gesehen, dass du Windstille gemacht hast, Leute. Ja. Ich bin gerade so sehr auf meine Ansprache konzentriert. So hab ich dich erledigt, mit Windstille. Ja, hast du super toll gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Du bist echt tausendmal besser als ich. Du machst mich so easy fertig, Digga. Hey, Gray, sag einfach, welchen Charakter ich spielen soll. Ich spiel ihn. Mach doch, Digga, wir machen Random-Kampf. Ja, nur du sagst, ich soll jemanden spielen, mit dem ich besser werde. Also, wie schon gesagt, die Wasser-Charakter kann jeder spielen, Digga. Ich krieg nur Wasser-Charakter. Ja, das ist traurig. Ist ja nicht mein Problem. Hey, warte, ich stream doch noch, oder? Stimmt. Da werde ich auch eine ausführliche Analyse machen, ob du das ernst meinst mit deinen guten Kombis. Da werde ich meine Rückmeldung geben. Wenn die nicht gut sind, bin ich sauer. Jetzt wollte ich wieder Blockstitch machen, Digga. Komm, ich denke jetzt einfach mal normal weg, wie das funktioniert.
You're managing? They're drawn! That's enough! Du bist so ein guter Spieler, du bist besser als ich an ihm. You take care of the rest. Fight! Ich hab nicht angegriffen. Ja, aber du bist auf mich zugesprintet, so aktiviert man das auch. Oh ja, ich liebe diese Ulti-Geheimtechnik. Neunte Form. Fegefeuer. Hör auf, das ist meine Ulti. Ach, Digga. Ray. I'll teach you some manners. Third form. Flame breathing. You take care of the rest. Total concentration. You managing? Teeth form. Waterfall basin. You take care of the rest. You managing? You take care. Ich bin untergefallen. Meet me in the guidance office later. Ich hasse diese Ulti auf dem Spielstand. Die ist auch nicht blockbar. Be on your best behavior. Wieso hat die so viel Schaden gemacht? Zweite Stufe war das. Unfair. You managing? Denk nicht, dass ich dich nochmal einlade mit deiner Wasserstille, denn die musst du besser einsetzen. Als ich die vorhin eingesetzt hatte, Digga, ich hab direkt gewusst, wann du angreifst. You take care of the rest. Du weißt schon, dass wir jetzt auch einfach Zeitspiel machen können. Würde mich ja nicht interessieren. So spielst du jetzt also? Was meinst du? So ekelhaft, du stehst da jetzt hinten und blockst und dann sagst du Zeitspiel? Ehrenlos. Digga, du bist doch nicht zu mir gekommen. Digga, ich weiß schon, dass Aufladen, Balken und so, das funktioniert. Also, ne? Apropos Balken, die glaube ich keine zwei Balken. Weil du deinen Charakter eingesetzt hast. Eigentlich wollte ich das nicht. Zweiball. War eine nice Kombi von dir, Gray. Ich weiß. Wie lange läuft das Stream jetzt eigentlich schon? Es ist jetzt 13 Uhr. Das iPad hat 2%. Also mein Tablet, besser gesagt. Ich nenne das immer iPad. I'll teach you some manners. So, lädt es jetzt? Ja, es ist am Laden. So, dann los geht's. Schade, dass du nicht noch hochgeflogen bist. Hätte ich eine längere Zeit zum Ausnehmen. GG. GG. Wasser. Kämpfer. Schade. Water, you take care of the rest. Come at me! Bleib beim Stehen, Digga. You take care, of the rest. You take care of the rest. Danke, Sabito, dass du so gut bist. Ready. I'll teach you Flame Blade. Water, you take care of the rest. Esoteric art. Night four. Rengoku. Excellent. I'll teach you some manners. You managing? You take care of the rest. Komm wieder, Bogen. That's enough. GG. I'll teach you some manners. Fight. Können wir auch gerne rumstehen, wenn du willst.
Nö, ich warte nur, bis du endlich mal angreifst. Ich glaube... So muss ich angreifen. Nee, weil ich das gleich habe, was ich kann. Hör auf mit deinem verlassenen Test, spiel doch einfach. Ich interessiere mich gerade sehr dafür, was du machst. Deswegen. Oh, gut, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht habe. Das war jetzt gerade jetzt nicht die Situation. Also. Okay, GG. Du hast ja immer noch nicht verkackt, ob du es dann machen willst. Nein. Okay. You managing? I'll teach you some manners. Danke, Kapitän. You take care of the rest. Calm down. Kann ich über 30 gar nicht. Hätte ich mir anders vorgestellt. Zabito, Digga. Nein, so close! Oh, so close, mich noch am Leben. Wir haben beide die Ulti gemacht und nicht ausgekontert. Ja, weil deine Ulti, ich bin ja ausgewichen, dann bist du an mir vorbeigesprungen. Meine war jetzt verdient. Und dann habe ich meine gemacht, genau in dem Moment, wo deine geendet ist. Aber wenigstens habe ich jetzt das erreicht, was ich erreichen wollte. Was denn? Sure. Oh, ein Fehler in der folgenden Anwendung ist aufgetreten. Wie schade. Okay, dann. Kommst du wieder rein? Das überlege ich mir nochmal. Oh, man hört, wie sauer du bist. Nö, ich habe gerade überlegt, ob ich meine Story-Mission weitermachen soll. Dann mach das, dann spiele ich ein bisschen online. Nein, voll Fan, ist ein Fehler aufgetreten.